Etappe 5 bei der Lotto Thüringen Ladies Tour ist ein Einzelzeitfahren hier in Altenburg und es geht über 31,5 Kilometer. Dieselbe Distanz als auch bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr. Das ist natürlich kein Zufall. Einige der Fahrerinnen wollen sich hier nochmal messen und sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Für die anderen geht es hier um den Tagessieg hier bei der Lotto Thüringen Ladies Tour und der Kampf ums Gesamtklassement steht natürlich auch hier heute an beim Einzelzeitfahren in Altenburg. Zunächst blicken wir aber nochmal auf die Highlights des gestrigen Tages. Und damit sagen wir ein weiteres Mal Hallihallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder auf der 5. Etappe für Sie mit dabei bei der Lotto Thüringen Ladies Tour. Es ist die 36. Edition und gestern, da waren wir in Mühlhausen und das war die wohl schwerste Etappe im Rahmen der diesjährigen Rundfahrt. Nur 114 Kilometer, aber knapp 1500 Höhenmeter und viele erwarteten ein großes Feuerwerk in der Gesamtwertung, denn die beiden Führenden, Marco van Pachtenbeek und Bruce Weinder, die haben immer noch über 2,5 Minuten Vorsprung. Und dann sah es zunächst mal auch so aus, als würde sich etwas tun. Eine große Gruppe mit 12 Fahrerinnen, aber ohne das gelbe Trikot, konnte sich lösen vom Rest des Feldes. Viele große Namen waren mit dabei. Wir sehen hier Micha Bredewold, die gewann die Sprintwertung, aber auch das Bergtrikot war mit dabei. Und Bruce Weinder hatte es auch geschafft, die zweite der Gesamtwertung. Kasia Nevadoma war ebenfalls mit vorne. Und das gelbe Trikot, das musste in die Nachführarbeit. Sie versuchten noch mal vorne hinzukommen und es klappte dann tatsächlich. Auf der zweiten von zwei großen zu fahrenden Runden liefen die beiden Gruppen noch mal zusammen. Und dann wurden alle Karten neu gemischt. Mit Beginn der ersten Bergwertung der finalen Runde gab es die große Attacke von Kasia Nevadoma. Die wollte also ihre Kletterfähigkeiten komplett ausspielen. Sie attackierte und konnte teilweise bis zu knapp 45 Sekunden alleine herausfahren. Aber nach den Bergwertungen waren es immer noch knapp 20 Kilometer bis zum Tagesziel. Viel Seitenwind herrschte vor und dann wurde sie tatsächlich, nachdem sie bei Kilometer 30 vor dem Ziel gestartet war, 5 Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt. Kurz vor der 1000 Meter Marke ein Sturz von Janssens, hier noch im Bergtrikot. Aber sie konnte weiterfahren, wenn das hier auch zunächst mal das falsche Rad war. Sie erreichte das Ziel mit glücklicherweise wenig starken Blessuren. Und ganz vorne ging es natürlich noch um den Tagessieg und da sollte gesprintet werden. Das Team Lidl Trek noch mit 3 Fahrerinnen mit dabei, unter anderem auch Lucinda Brandt. Und die Zielankunft war tricky. Es gab eine Schikane, ungefähr 100 Meter vor dem Ziel. Und danach ging es leicht ansteigend über Kopfsteinpflaster. Karin Zwinkels fuhr zunächst von vorne, machte dann aber ganz freundlich nochmal die Tür auf. Und dann fuhr sie vorbei, Lucinda Brandt. Sie holte sich den Tagessieg, die Siegerin der Rundfahrt von 2021. Damit endlich der erste Erfolg für ihr Team in Lidl Trek. Und am Ende standen dann 3 Niederländerinnen auf dem Podium, angeführt von Lucinda Brandt, dann Karin Zwinkels und Micha Bredewold, die Europameisterin, auf Platz 3. Die Siegerehrung war dann eine große niederländische Party. Es wurde gefeiert. Und nun, heute sind wir in Altenburg und damit sagen wir Hallo von uns beiden. Wir sind auch heute wieder Sebastian Panax und Lisa Brenner. Und heute bin ich ganz besonders stolz, Lisa, dass du mit dabei bist. Du warst 2014 Weltmeisterin im Zeitfahren. Dass du zweimal diese Rundfahrt hier gewonnen hast, das wissen wir inzwischen alle. Aber das ist deine Lieblingsdisziplin. Und ich sehe es dir an, du grinst schon, du strahlst über beide Ohren. Du wirst uns heute hier bei 30 Grad in unserem gekühlten Studio alles erzählen, was man zum Zeitfahren wissen muss. Jetzt geht's los. Und wir schauen aber gleich nochmal auf die ersten Bilder von heute. Vielleicht können wir das schon mal gemeinsam machen. Denn du hast dir das alles natürlich schon ganz genau angeschaut. Es ging ja heute los mit der ersten Starterin um 13.55 Uhr. Ja, ich freue mich natürlich über dieses Zeitfahren am heutigen Tag. Hätte mich auch als Sportlerin auf heute sehr gefreut. Viele Zeitfahren schon gefahren im Rahmen der Lotto Thüringen Ladies Tour. Hier Amalie Diedrichsen, die sich eben von der Startrampe auf ihre 31,5 Kilometer begibt. Ja, sie ist eine der ersten Fahrerinnen, die wir hier auch mit dem Motorrad begleiten für das Team UNO-X. Schöne Position, finde ich, hat sie auf dem Rad. Legt hier auch erstmal dann eine gute Zeit vor, aber nach ihr sollten noch viele kommen. Die letzte Fahrerin heute startet erst um 15.53 Uhr und jetzt sehen wir hier auch schon, dass sie dann eingeholt worden ist. Wir haben es gesagt, bei 15 Kilometer ungefähr die Hälfte der Strecke, da haben wir dann auch eine Zwischenzeit. Wenn alles klappt, können wir da heute einiges von unterwegs berichten. Und bevor wir dann richtig in die Live-Bilder reingehen, schauen wir noch mal auf den
Kurs, den wir heute erleben werden. 31,5 Kilometer. Es geht entgegen dem Uhrzeigersinn. Der Wind, ja, der kommt so von schräg unten rechts, könnte man sagen. Und der Kurs ist kopiert, Lisa. Ja, es ist kein einfacher Zeitfahrkurs. Ein Kurs, auf dem es schwer fallen wird, einen Rhythmus zu finden. Wir sehen es, dieses ständige Auf und Ab, viele, viele Rhythmuswechsel. Also die Fahrerinnen werden hier schon vor eine große Herausforderung gestellt. Tina Fidanza hier vom Team Ceratizit WNT geht hier auf die Strecke. Wir haben schon zwei Etappensiege von ihr sehen können im Rahmen dieser Lotto Thüringen Ladies Tour. Dieses Jahr sehr starke Sprinterin, auch sehr stark auf der Bahn unterwegs. Ihr Augenmerk auf den Olympischen Spielen im Bahnradsport. Ja, das Sprinttrikot, das sie gestern noch trug, hat sie abgegeben. Das trägt jetzt Misha Bredewold. Aber die Trikots heute, die werden wir nicht sehen, denn die Fahrerinnen starten alle im eigenen Trikot und dementsprechend auch die große Favoritin heute, Mieke Kröger. Sie ist pünktlich von der Rampe gegangen um 14.36 Uhr, ist also jetzt noch live auf der Strecke und wir werden dann auch mal in Kürze drauf gehen. Die vor ihr fahrende Fahrerin mit der Nummer 32, Alex Morris vom Team Canyon-SRAM, hat sie schon eingeholt. Das konnten wir uns vorhin schon am Fernsehbildschirm anschauen und jetzt ist sie unterwegs. Hier sehen wir auch nochmal diesen Überholvorgang, also da fliegt sie förmlich vorbei. Das ist eine Strecke, die liegt ihr durchaus, auch wenn es nicht völlig flach ist. Ja, die liegt ihr. Ich habe mir die Strecke auch selbst angeschaut, habe mir auch gedacht, ja, das ist was für Mieke heute. Wenn sie hier einen kühlen Kopf bewahrt bei diesen 30 Grad, dann kann das wirklich was werden heute mit dem Etappensieg. Ja, hier sind wir jetzt bei der Nummer 3, das ist Femke Markus. Sie also vom Team SD-Works ProTime. In dieser Mannschaft muss man theoretisch alle Fahrerinnen auf dem Radar haben, wenn es hier heute darum geht, eine gute Zeit nach Hause zu bringen. Ja, ein Team, das sehr viel arbeitet, in Zusammenarbeit mit Specialized, versuchen sie auch im Windkanal Aerodynamiktests zu machen, das Zeitfahren zu optimieren, die Position der Fahrerin auf ihren Maschinen wirklich bis aufs Beste einzustellen. Und man sieht hier schön auch, wie tief sie den Kopf hält, immer wieder versucht, also sich aus dem Wind zu halten und ja, schneller voranzukommen. Also ganz, ganz wichtig beim Zeitfahren natürlich der aerodynamische Aspekt, aber trotzdem am Ende sind es die Beine, die entscheiden. Und das Zusammenspiel aus diesen beiden Komponenten, wenn man das schafft, top zu optimieren, dann hat man die guten Voraussetzungen für ein gutes Zeitfahren. Ja, und wir erleben heute im Grunde zwei Rennen. Einmal das Rennen um den Tagessieg. Da haben wir uns alle schon darauf verständigt, dass vielleicht aus deutscher Sicht Mieke Kröger eine sehr gute Rolle spielen wird. Sie ist ja deutsche Meisterin geworden auf einer ähnlichen Streckenlänge. Bei etwas schwierigeren Bedingungen, da es dort nass war. Dafür gab es nicht ganz so viele Höhenmeter, aber das liegt ihr also ganz gut, diese 31 Kilometer Distanz. Und dann erwarten wir natürlich den großen Kampf um die Gesamtwertung. Die beiden Führenden in der Gesamtwertung, Bruce Winder auf Platz 2 und Marco van Pachtenbeke auf der Pole Position, die werden ja nur von 4 Sekunden getrennt insgesamt und die starten ja auch dann, wie erwähnt, ganz am Ende. Bei den beiden geht es darum, wer das bessere Zeitfahren hinlegt. Höchstwahrscheinlich wird diejenige dann ins gelbe Trikot schlüpfen und es wird ultra spannend werden, ob es eine Fahrerin, wir nennen sie mal, aus der großen Hauptfeldgruppe, die alle bei über 2 Minuten Rückstand liegen, also ab 2 Minuten und 34 kommt dann die dritte, aktuell Misha Bredewold in der Gesamtwertung, ob es irgendjemand schafft, da so viel Zeit rauszuholen, dass man vielleicht schon die Gesamtwertung umdreht. Das wird schwierig, das wird knapp, aber die Strecke ist lang und alles ist möglich. Und wir sehen es auch schon, es gibt Fahrerinnen, die sind mit dem normalen Straßenrad unterwegs und andere, die haben sich komplett mit dem Zeitfahrmaterial auf diesen Tag hier heute eingeschossen. Und vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Bilder zu sehen, die bisher schon aufgezeichnet wurden. Denn es gibt im Zieleinlauf eine markante Stelle. Da gibt es erstmal eine scharfe Kurve und dann gibt es auch eine scharfe Metallkante. Die liegt leider genau auf der Ideallinie. Wir konnten es jetzt schon, während wir vor der Live-Sendung die Bilder hatten, sehen. Einige Fahrerinnen kamen tatsächlich zu Fuß ins Ziel und mussten schieben.
da sie einen oder gleich zwei platte Reifen an ihrer Maschine hatten. Das ist auf den letzten 50 Metern zu finden. Da geht es auch so ganz leicht dann noch bergauf. Hoffen wir mal, dass wir das nicht noch einmal sehen müssen heute. Aber sollte es dazu kommen, wissen wir bereits schon mal alle, woran das liegt. Hoffen wir auch, dass die Fahrerinnen, die jetzt noch nicht losgefahren sind, diese Informationen bekommen haben. Und dass die, die auf der Strecke sind, vielleicht die Info kriegen über den kleinen Knopf im Ohr, den wahrscheinlich die meisten haben werden, oder Lisa? Man fährt in der Regel mit Funkverbindung, hat sein Teamfahrzeug hinter sich. Bei einer Rundfahrt immer sehr schwierig, natürlich alle Starterinnen eines Teams abzudecken mit den Möglichkeiten. Die Fahrzeuge müssen natürlich vorhanden sein. Und bei so einem langen Zeitfahren ist es halt schwierig, wirklich alle dann abzudecken und allen die Möglichkeit zu bieten, also hinterherzufahren mit dem Fahrzeug. Sehr wichtig, diese Funkkontakt, um durchzugeben, Kurven, Schwierigkeiten, auch immer mal wieder dieses Erinnern an die aerodynamische Position. Also mir persönlich ist schon ein paar Mal auch der Funk ausgefallen und es ist definitiv viel schwieriger, als wie wenn man da immer mal wieder Infos bekommt aus dem Mannschaftswagen. Ja, wir haben eine Zwischenzeit auf der Strecke, ungefähr genau bei der Hälfte. Das konnten wir vorhin schon mal sehen. Und da gab es jetzt die Meldung, Mieke Kröger hat dort bislang die beste Zwischenzeit abgeliefert. 20:34 war dort ihre Zeit. Das wird also die Zeit sein, die es zunächst mal zu schlagen gilt. Ein Stundenmittel von 46,677. Das ist richtig schnell. Und der Wind tatsächlich steht auch so, dass es erst letzten Viertel der Strecke, wenn überhaupt mal ein bisschen Rückenwind gibt. Also keine sehr leichten Bedingungen. Es ist kein Rollercoaster, wie man so schön sagt. Lisa, da muss man sich heute wirklich gut die Kräfte einteilen. Ja, man muss sich gut die Kräfte einteilen, muss sich gut überlegen, wo investiere ich, wo habe ich auch mal kurz Zeit zum Durchatmen. Femke Markus hier jetzt auch auf einem Teilstück, wo man ja, sich klein machen muss, immer wieder an die aerodynamische Position denken muss. Es geht leicht bergauf. Wind spielt heute nicht allzu sehr die Rolle. Die Bedingungen eigentlich, was den Wind angeht, relativ gut. Aber immer wieder das Erinnern an die aerodynamische Position. Und wenn man sich so einen Kurs anschaut im Vorfeld, überlegt man sich schon, wie teile ich mir das Rennen ein? Es sind 31 Kilometer. Es gibt Abschnitte, an denen muss ich wirklich meinen Rhythmus finden und lange, lange nur drücken. Und dann gibt es Abschnitte, die sind technisch sehr anspruchsvoll. Viele, viele Kurven, wo man wirklich komplett da sein muss, auch mental. Und da haben die Fahrerinnen sich heute den Kurs entweder auf dem Rad angeschaut oder mit dem Auto mal eine Runde rumgefahren. Sehr wichtig so die Streckenkenntnis. Eben wird gemeldet, im Ziel gibt es eine neue Bestzeit. Iwanchenko mit der neuen schnellsten Zeit. Wir schauen mal, ob wir die Zeit dazu noch kriegen. Minuten 49 für Alena Iwanchenko, also im Ziel. Sie war Zweite an der Zwischenzeit. Und mit 42,4 km/h eine Endzeit von 44,29. Ja, da sehen wir also so langsam, wo die Zeiten sich hin entwickeln. Was denkst du, Lisa? Was könnte heute die schnellste Zeit werden? Geht es da noch deutlich weiter runter oder bleiben wir so im Bereich von 44, 43 Minuten vielleicht? Ja, im Vorfeld hatte ich eigentlich schon so gedacht, es geht eher so in die hohe 41, 42 Minuten, die Besten hier fahren können. Und Mieke Kröger wird uns da auch dann erstmal die erste große Marke setzen, eine große Zwischenzeit, an der sich auch viele andere Fahrerinnen noch orientieren werden und ja, sich auch sicherlich einige die Zähne dran ausbeißen werden. Ja, momentan also Alena Iwanchenko aus dem Team UAE ADQ ganz vorne. Gestern ja Karin Swinkels Zweite geworden und sie hat im Finale, das hat sie uns auch noch mal erzählt heute vor dem Start, sich selbst ein bisschen geärgert, dass sie so fair war, die Tür aufzumachen. Sie ist von der rechten Bande nach links gefahren, auch wenn es so ein paar Zentimeter waren, in die Straßenmitte und damit war der Weg frei für Lucinda Brandt, die dann vorbeisprinten konnte. Aber sie sagt auch,
lieber so und richtig schön fair Zweite geworden, als vielleicht noch einen kleinen Sturz provoziert. Also da ist sie eine richtig faire Sportsfrau. Und jetzt sind wir bei der Startnummer 5. Das ist Marie Schreiber. Sie ja zuletzt Straßenmeisterin geworden in Luxemburg. Hat also die große, langjährige Favoritin geschlagen. Jahrelang war Christine Majeros eigentlich in Luxemburg fest auf diesen Platz gebucht. Nur dieses Jahr gab es das Ergebnis. Sie konnte sogar beide Titel gewinnen, also auch im Einzelzeitfahren. Hier die andere Luxemburgerin, Christine Majeros, die wir hier sehen. Metropole-Hauptstadt weltweit. Und weißt du was? Wir haben hier in Altenburg einen Fieberladen. Ja, tatsächlich. Lass mal ziehen. Lisa, wie vom Ziel? Christine Majeros hier gestartet im Trikot der luxemburgischen Meisterin Marie Schreiber bei der U23-Wertung den ersten Platz belegt, also in Luxemburg die Wertung dort separat. Die Fahrerinnen starten im gemeinsamen Rennen, also in Deutschland gab es ein spezielles U23-Deutsche Meisterschaft und dort starten alle gemeinsam und Christine Majeros daher im Trikot der luxemburgischen Meisterin. Ja, wir sind bei Franzi Brause, auch eine Fahrerin, die im Thema Zeitfahren durchaus schon einige Erfolge sammeln konnte, speziell natürlich auf der Bahn. Und wenn wir uns diese Position anschauen, dann erinnert uns das auch sehr stark an ihre Position auf dem Bahnrad. Also aerodynamisch muss ich sagen, habe ich noch keine Sportlerin kennengelernt, die so optimiert auf dem Rad sitzt wie Franzi Brause, die wirklich auch so gute Werte hat, die sich ganz klein machen kann, zum einen eine sehr aerodynamische Position einnehmen kann, aber gleichzeitig auch ihre Leistung, ihre Wattzahlen bringen kann. Es ist immer die große Frage, wie weit runter gehe ich mit dem Kopf? Ich will mir den Hüftwinkel nicht zu klein halten, damit ich die Power eben noch aufs Pedal bringe. Bei ihr ist es wirklich ein klasse Zusammenspiel aus diesen beiden Komponenten und es macht sie einfach super schnell. Ja, ich bin gespannt, was am Ende bei ihr dann im Ergebnis steht. Ich weiß nicht, ob du mit ihr vorher sprechen konntest, ob sie große Ambitionen hatte oder ob sie schon im Tunnel war, als du noch bei den Teams unterwegs warst, konntest du was an Erfahrung bringen? Ja, sie ist schon eigentlich ambitioniert in dieses Zeitfahren gegangen, will zeigen, was in ihr steckt, hat leider kein Teamfahrzeug hinter sich und ich hatte schon angesprochen, es wird schon eine Rolle spielen und es ist schade, gerade auf dem technischen Abschnitt, wenn man dann von hinten nicht die Infos bekommt über die nächste Kurve, das nächste Hindernis und dann doch immer wieder selbst den Kopf heben muss, um nachzusehen, wie die Streckenführung weitergeht. Ihre Teamkollegin Sandra Alonso haben wir gesehen, die stand jetzt auf der Startrampe. Die Spanierin also auch gleich auf der Strecke. Und hier sehen wir nochmal die luxemburgische Meisterin in der Elite, Christine Majeros. Auch sie sitzt sehr, sehr ruhig auf dem Rad, hat einen sehr kontrollierten Tritt. Ja, auch eine gute Zeitfahrerin, Christine Majeros. Hat viel investiert, um sich in dieser Disziplin zu verbessern. Und man kann es dann immer sehr schön erkennen, also wenn Leute ihre Position verändern, anfangen an der Disziplin zu arbeiten. Es ist eine Spezialdisziplin, es ist was, wo man Leidenschaft für braucht, wo man auch ein Stück weit perfektionistisch sein muss, um Dinge umzusetzen, um wirklich alles aus sich und dem Material herauszuholen, weil nur allein gute Beine hier einfach nicht mehr weiterhelfen. Das Level, auf das sich das Einzelzeitfahren gehoben hat, ist so hoch. Alle feilschen am Material bis zum letzten, wobei ich sagen muss, dass wirklich, also ja, ich würde mal sagen, 80-90% des Ganzen ist die Person selber, die auf dem Rad sitzt, ihre Fähigkeit, sich klein zu machen, möglichst wenig Windwiderstand zu bieten, denn die Zeitfahrmaschinen sind mittlerweile eigentlich echt alle super ausgefeilscht und super schnell aerodynamisch. Ja, und hier sehen wir jetzt Mieke Kröger im Landeanflug, könnte man schon fast sagen. Also das ist richtig schnell. Sie ist auf dem Weg zum Ziel. Und wenn wir mal sehen, mit welcher Geschwindigkeit sie sich hier durch diese doch technische Anfahrt in Altenburg bewegt, dann sehen wir schon, die Zwischenbestzeit, die war nicht ohne Grund zu finden. Jetzt ist sie wirklich hoffentlich auf dem Weg hier zu einer neuen Bestzeit. Es gibt immer wieder Kopfsteinpflaster. Da kommt jetzt gleich diese fiese Kante. Da fährt sie noch einmal um die Ecke rum. Nur, dass das alles gut geht, ist natürlich extrem schwierig, das hier auch einzufangen. Da müsste sie jetzt gleich um die Kurve kommen.
Da wird gegen die Wanne getrommelt. Wir haben auch noch kein Gefühl dafür, wie lange das dauert. Nein, nein. Und auch sie muss rennen. Oh, das ist ärgerlich. Wir haben es leider nicht gesehen, aber auch sie hier. Das gibt's noch nicht. Ja, mit dem Defekt auf den letzten Metern. Ja, sie scheint gestürzt zu sein. Die Kette ist auf jeden Fall unten. Das ist natürlich super, super ärgerlich. Minimum 30 Sekunden hat sie hier verloren. Und ja, da. Das kostet Zeit. Also mal wirklich mal vom Rad runterlaufen. Ich selbst musste bei den deutschen Meisterschaften, bei meinen letzten deutschen Zeitfahrmeisterschaften bin ich auch in der letzten Kurve gestürzt, mein Rad geschnappt, ins Ziel gerannt. Das sind Bilder, die werde ich nie vergessen, aber auch dieses Gefühl, man hat bis dahin alles gegeben und fühlt sich dann in dem Moment einfach so hilflos und ja, das ist schon dann der Zorn auch, der einen da überkommt. Man kann eigentlich nichts machen, als einfach schnell das Rad schnappen und einfach losrennen. Ja, das war natürlich leider genau die Aktion, die wir angesprochen haben. Da ist eine scharfe Metallkante. Wir werden sicherlich noch mehr Informationen später kriegen, was da genau passiert ist, ob sie jetzt gestürzt ist oder ob sie das Rad versetzt hat. Aber ich glaube, da hat sie jetzt eine richtige große Wut im Bauch gemischt mit ganz viel Adrenalin, das man ja sowieso noch hat. Und das sind auch Bilder, die will man eigentlich von sich selbst nicht sehen, wie man dann mit gesenktem Haupt das Rad über die Zielgerade schiebt. Ich habe leider noch keine offizielle Endzeit, die ich hier verkünden darf. Unter normalen Umständen müsste das trotzdem eine Bestzeit gewesen sein. Sobald wir hier was haben, geben wir das natürlich sofort durch. Und jetzt 44:28. In dem Moment ist es reingekommen bei uns. Also das ist die neue Bestzeit. Aber damit ist sie auch nur eine Sekunde schneller als Alena Iwanchenko. Und das spricht natürlich alles dafür, dass sie da viele, viele Sekunden hat liegen lassen. Das ist bitter. Und hoffen wir mal, dass alle anderen Fahrerinnen da jetzt weniger Pech haben. Ja, sie... Die sportlichen Leiter, sie werden es durchgegeben haben und trotzdem am Ende, ich wusste auch, dass in der letzten Kurve eine Kante kommt und bin trotzdem blöd draufgefahren, gestürzt, musste ins Ziel rennen. Man ist halt auch am Limit. Man hat 31 Kilometer lang alles gegeben, war hoch fokussiert, der Zielstrich ist so nah, es ist wirklich schwierig. Hier sehen wir jetzt wieder Franzi Brause, die sich immer noch sehr, sehr gut aussieht, hier auf einem holprigen Abschnitt unterwegs war. Ich habe mir die Strecke ja angeschaut, es waren schon Abschnitte dabei, wo der Untergrund ziemlich schwierig war. Das macht es schwer, den Sportlerinnen die Power auf dem Pedal zu halten. Man wird richtig durchgeschüttelt, muss schon ordentlich den Lenker festhalten, damit man nicht aus diesen Auflegern, Unterarmauflegern herauskommt. Ja, und da Christine Majeros nimmt einen Schluck aus der Flasche. Wichtig, 30 Grad, ein Wettkampf, der ja etwas unter 45 Minuten lang dauert. Ja, schon was man machen sollte, mal kurzen Schluck Sportgetränk zu sich nehmen, dass man nicht ganz überhitzt, weil unter diesem Zeitfahrhelm, unter diesem großen Zeitfahrhelm, dann die langen Zeitfahranzüge, es ist schon wirklich eine richtig große Hitze, die sich da einfach bildet. Und hier kommt die nächste Fahrerin ins Ziel, glücklicherweise auf dem Rad. Ja, Justina Czapla könnte das sein. Ah, nein, das ist die Fahrerin, die Mieke Krüger überholt hat. Die von Mieke Krüger, Alex Morris ist eigentlich die 32, die war ja vor ihr gestartet. Hat dementsprechend noch mal fast eine Minute verloren auf Mieke Krüger. Und wir können auch sagen, Franziska Brause bei der Zwischenzeit eine neue drittbeste Zeit. 20:59. Mit 25 Sekunden Rückstand auf Mieke Kröger. Also keine schlechte Zeit für sie bislang. Und gibt es die Möglichkeit, dass sie hinten raus nochmal auftritt? Das werden wir sehen. Wir haben soeben die Info bekommen, dass die Kette sich bei Mieke Kröger leider also vom Kettenblatt runtergesprungen ist. Über diese Kopfsteinpflasterpassagen, es sind schon so ein paar wie Löcher, Schlaglöcher hier vorhanden. Wenn man also reinrast ins Ziel mit der hohen Geschwindigkeit, den Druck in dem Moment nicht ganz auf dem Pedal lässt, die Kette nicht auf Spannung hält, dann kann das eben passieren. Leider, ja. Ein Fehler, der ihr da passiert ist und dazu geführt hat, dass sie dann ins Ziel rennen musste. Ja, also glücklicherweise kein echter Sturz, in Anführungsstrichen, dennoch unfassbar schade. Und ich glaube, Lisa, wenn man stürzt und richtig auf die Nase fällt, dann hat man einen Grund, sauer zu sein. Aber wenn sowas dann passiert
Dann ist man sogar noch enttäuschter eigentlich, ja? Ja, so oder so wird die Enttäuschung da sein, einfach nicht zu wissen, für was hat es am Ende gereicht, für was soll die Zeit eigentlich gut gewesen sein, wie viel Zeit habe ich da verloren. Ich denke, sie muss diesen Tag heute sehen als gute Übung nochmal, so ein Zeitfahren über die Distanz, auch die Distanz, die bei den Olympischen Spielen gefahren werden wird, falls sie dort nominiert wird. Ist es für sie nochmal ein ganz guter Test geworden. Als deutsche Meisterin stehen ihr ja die Türen dorthin auf jeden Fall schon mal ganz weit offen. Ja, wenn wir jetzt hier wieder bei Franzi Brause sind, der Olympiasiegerin auf der Bahn, der erfahrenen Medaillengewinnerin der Weltmeisterschaften, der Weltmeisterin, gibt es eine neue Zwischenbestzeit, und zwar von der finnischen Meisterin Anina Ahtisaalo. 20:33 gibt sie zu Protokoll an der 15-Kilometer-Marke. Also da können wir auch noch eine starke Zeit erwarten. Jetzt sind wir aber erstmal wieder bei Christine Majerus im Trikot der Landesmeisterin aus Luxemburg. Die nächste Fahrerin ist im Ziel. Anastasia Kolesava. Kommt direkt die nächste. Also das stimmt uns etwas positiv optimistisch, dass hier nicht alle Fahrerinnen zu Fall gehen. Jule Sapp ist im Ziel. Und die nächste Fahrerin, Nienke Veenhoven. Sobald wir Mireia Benito am Start haben, das sind dann die Damen, die wirklich noch ganz, ganz vorne mitmischen. Inzwischen haben wir es 15:26 Uhr. Das heißt, wir sind im letzten Startblock angekommen. Das Ganze wurde heute eingeteilt in drei große Startblöcke. Odin Vollering stand soeben auf der Startrampe. Wir sind wieder bei der Startnummer 5. Und das ist Marie Schreiber. Lange hatte sie nicht Zeit. Ja, Mikkel Krüger, da schüttelt sie den Kopf. Hätte sie gehabt, sucht noch nach Gründen. Und fragt, ob sie jetzt doch noch auf den Hot Seat darf. Willkommen. Wenn sie da Platz nimmt, kriegen wir vielleicht sogar noch ein Bild davon. Genau. So, aber wir sind wieder bei Christine Majerus. Ja, ihre Fahrlinie, ihre Fahrweise sieht erstmal gut und schnell aus, sehr konzentriert. Scheint hier nichts zu verschenken, hat sich natürlich auch den Kurs ganz genau angeschaut vorher, hat hier auch den kompletten großen Gang aufgelegt. Was denkst du, Lisa, wie viel Zähne hat man hier auf dem großen Kettenblatt heute? Wenn es mal richtig rollt, dann kann man schon richtig schnell fahren. Ja, ich gehe davon aus, dass viele der Fahrerinnen so mit einem 56er Kettenblatt vorn fahren. Mieke fährt manchmal sogar noch größer, das weiß ich, bis zu 58, aber 56er Kettenblatt, denke ich so, das ist auch das, was ich immer so gefahren bin im Einzelzeitfahren. Bietet einem die Möglichkeit, auf dem Flachen oder wenn es auch mal ein bisschen noch bergab geht, immer noch gut drücken zu können. Und auch die Kettenlinie, etwas, auf was man achtet. Also wenn man dann immer nur mit dem Elfer hinten fahren muss, dann ist auch die Kettenlinie nicht mehr super schön. Jetzt geht's los für Linda Riedmann. Sie in den letzten Tagen wirklich sehr stark gefahren. Gestern war sie nicht ganz vorne mit in der ersten Gruppe, aber hatte bis zum gestrigen Tag die Führung in der Nachwuchswertung inne. Heute ein Einzelzeitfahren, das ist auch was, was sie ganz gut kann. Ja, das kann sie gut, nicht ihre Paradedisziplin. Trotzdem denke ich, dass es für sie auch darum geht, die Disziplin weiter zu üben. Nicht sehr viele Zeitfahren, die die Fahrerinnen in der Saison überfahren. Also es gab da auch mal einen großen Aufruf oder ja, Weckruf aus dem Fahrerfeld, dass mal wieder mehr Zeitfahren stattfinden sollen. Nicht viele Rundfahrten, die noch so ein Einzelzeitfahren austragen. Ja, ich denke, sie kann hier heute noch mal weiter an dieser Disziplin auch arbeiten. Aline Schweikart haben wir hier ins Ziel kommen sehen, warten also auch hier auf eine neue Zeit. Die Deutsche kommt rein auf dem 4. Rang mit einer Zeit von 45 Minuten und 31 Sekunden.
Ja, und nachdem wir ja, solche Ergebnisse, mit denen man ganz gut klarkommen kann. Eben sahen wir noch Nina Berton, die wurde eingeholt von Marie Schreiber. Also Schreiber sehr zügig unterwegs und jetzt Brody Chapman. Sie rollt von der Rampe mit ihrer Trackmaschine. Das Team Needle Track natürlich hier perfekt ausgestattet. Mit ganz großen Zeitfahrboliden. Also auch hier technisch alles auf dem höchsten Punkt. Und wir sind wieder bei Christine Majerus. Hier wäre es jetzt interessant zu sehen, wo die vor ihr gestartete Fahrerin ist. Das wäre Anja Louf vom Team AG Insurance Sudal. Ob sie da schon vorbeigefahren ist. Ja, Mieke Kröger ist jetzt angekommen auf dem Hot Seat. Nimmt nochmal einen Schluck aus der kalten Getränkedose. Wird ja auch gleich mal gefragt vom örtlichen Moderator, was denn nun genau passiert ist. Und wir sind wieder bei Franziska Brause. Sie sucht sich natürlich hier den Weg rechts am Rand, denn in der Mitte der Straße, da haben wir auch das Kopfsteinpflaster. Lisa, du bist die Runde rumgefahren. Wie lang ist dieser Abschnitt hier? Ist das Kopfsteinpflaster für viele Kilometer oder ist das nur kurz? Nein, das ist nur kurzweilig. Also da vorne, kurz vor der Kurve, kann sie schon wieder den normalen Asphalt sehen. Auch nicht besonders schlimm, dieses Pflasterstück. Aber ich habe es angesprochen, man muss ordentlich den Lenker festhalten und schauen, dass man nicht zu doll hier durchgeschüttelt wird. Ja, Christine Majerus wird uns immer wieder groß gezeigt. Sehr schöne Bilder und abgesehen von dieser Stelle, die wir eben hatten mit dem Kopfsteinpflaster, ist das schon ein Kurs, bei dem man auch gut sehen kann, wo es lang geht. Das ist recht offen. Das heißt aber auch, der Wind pustet ganz gut rein. Genau, es ist recht offen, windanfällig, vor allem in der ersten Hälfte des Zeitfahrens. Dann der letzte Abschnitt, so das letzte Drittel, sehr technisch. Viele Kurven, doch mehr viel auf und ab. Noch zwei Anstiege, die die Fahrerinnen auf dem letzten Drittel zu überwinden haben. Und da muss man eben noch Körner übrig haben. Da muss man noch mal richtig einen draufsetzen können, um am Ende mit einer Top-Zeit hier ins Ziel zu fahren. Schirin van Anrooy vom Team Needle Track, die wir hier von der Startrampe rollen sehen, auch eine gute Zeitfahrerin. Und ja, würde mich auch nicht wundern, wenn sie heute am Ende hier mindestens mal unter die Top 10, wenn nicht gar Top 6 fahren kann. Also relativ gute Zeitfahrerin auf dem Team Needle Track. Franzi Brause wieder im Bild. Sie hatte schon mehrere Fahrerinnen jetzt eingeholt. Das ist etwas, was einen auch immer noch mal pusht. Und man kann sich schon lang an die Fahrerinnen richtig förmlich heranziehen, kann das nutzen als große Motivation, noch mal richtig Gas zu geben. Ich hatte aber schon vorher mal gesagt, sie leider heute ohne Mannschaftsfahrzeug hinter sich unterwegs. Vielleicht konnten sie noch jemanden finden, der die Deutsche hier begleitet am heutigen Tage. Aber das ist die Schwierigkeit in so einer Rundfahrt, eben dann alle auch betreuen zu können, weil bei so einem langen Zeitfahren es nicht möglich ist, hinter allen seinen Sportlerinnen herzufahren. An der 1-Kilometer-Marke jetzt. Ja, sie ist also schon drin in Altenburg und das konnten wir eben auch mal gut sehen, wie man da durchgeschüttelt wird auf dieser vermeintlich gar nicht so schlechten Straße, dann aber doch im Detail recht ruppigen. Und da ist es auch gar nicht so einfach, im Auflieger zu bleiben. Sie hat kurz die Hände weggenommen und war dann schon fast erleichtert, dass die Rüttelei zu Ende war. Hat sich nochmal reingelegt. Also sie wird hier in ungefähr einer Minute zu uns ans Ziel kommen. Für Marie Schreiber sind es jetzt noch 10 Kilometer. Und wir erinnern uns nochmal dran, dass Franzi Brause bei ihrer Durchfahrt an der Zwischenzeit drittschnellste gewesen war. Schauen wir mal, ob sie das jetzt nochmal steigern konnte und wie sie da jetzt gleich ins Ziel kommen wird. Lisa, wie viele Stunden vor dem eigentlichen Start beginnt man denn seine Vorbereitung für so ein Einzelzeitfahren? Also die eigentliche Vorbereitung, also so ein Warm-up, würde ich sagen, also eine Stunde ungefähr vielleicht vor dem eigentlichen Start, dass man mal sich Richtung Rolle begibt bei so heißen Temperaturen, lieber etwas später. Und hier kommt Franzi Brause jetzt direkt ins Ziel. Schön bis zum Zielstrich durchgekämpft, auch ganz wichtig. Ja, ich habe schon mal ein Zeitfahren verloren, unter einer Sekunde Zeitrückstand. Da ärgert man sich natürlich, wenn man dann nicht bis zum letzten Millimeter alles gegeben hat. Bei ihr hier schön zu sehen, hat ja wirklich bis zum Zielstrich durchgekämpft.
Ja, wir warten noch auf die Zeit. Sah auf jeden Fall sehr, 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 sehr kernig aus. Und nochmal zur Erinnerung, aktuell die Bestzeit. 20:44:28 und Christina Schweinberger geht von der Rampe. Sie ist 10. in der Gesamtwertung. Damit sind jetzt also die besten 10 eingeläutet. Und ab diesem Zeitpunkt jetzt auch 2 Minuten Abstände in der Startreihenfolge, damit tatsächlich bei eventuellen Überholmanövern oder damit eventuelle Überholmanöver etwas unwahrscheinlicher werden und damit die Gesamtwertung noch etwas weniger beeinflusst werden kann. Sandra Alonso Dominguez wird uns hier angezeigt, Team Ceratizit WNT Pro Cycling. Starke Einzelzeitfahren haben wir von ihr gesehen. Vor allem zuletzt bei ihren nationalen Meisterschaften, war dort auf dem Podium, ja, hat dort schon für eine kleine Überraschung auch gesorgt. Die besten Leistungen aus dem Jahr abgerufen und sehr gespannt sind wir drauf, für was das heute gut sein soll. Henke Markus ist auf dem Weg zum Ziel. Ihre Zeit 48:57, also der Rückstand ist durchaus groß. Sie nimmt da jetzt keinen Einfluss auf die besten Platzierungen. Und bei uns im Tableau immer noch Mieke Krüger mit der Bestzeit. Immer noch mit 44 Minuten und 28 Sekunden. Aber die Zeit von Franziska Brause, die steht noch aus. Da bleiben wir also gespannt. Die 171. Ember Krag. In den letzten Tagen immer wieder durch kleine Attacken aufgefallen. Hat sich also auch in einer guten Verfassung hier präsentiert. Ist unterwegs für die niederländische Nationalmannschaft. Und wir sehen es an ihrem Rad. Ansonsten ist sie unterwegs für das Team FDJ. Für die französische Mannschaft. So, mittlerweile und Letizia Borghesi rollt von der Rampe diesen futuristischen Zeitverhelm. Mit einiger Zeit ganz groß in Mode. Man hat sich schon richtig dran gewöhnt. Sieht auf jeden Fall schnell aus. Schauen wir mal, ob es bei ihr auch für eine schnelle Zeit reicht. Wir sind wieder bei Alonso. Ja, Sandra Alonso, die hier auf ihrer Orbea-Maschine sich ganz klein zu machen versucht, eine relativ groß gewachsene Sportlerin und ja, da muss man schon dann auch immer gucken, wie man sich besonders klein dann bekommt, hat hier vorne in den Vorbau zwar relativ hoch, einige Spacer unter ihren Armaufliegern und trotzdem den Kopf ganz, ganz tief von hinten, kaum zu erkennen, macht sich hier klein, nimmt die aerodynamischste Position ein, die sie hier finden kann auf diesem flachen Teilabschnitt, den sie gerade bewältigt. Ja, wir haben gesagt, Christina Schweinberger ist losgefahren als 10. in der Gesamtwertung. Sie mit einem Rückstand in der Gesamtwertung von 2 Minuten und 48 und bis Platz 14 haben alle weiteren Fahrerinnen ebenfalls diesen Rückstand. Die beste, die ungefähr mit diesem Rückstand in der Gesamtwertung zu finden ist, ist die drittplatzierte Mischa Bredewold. Sie hat durch einige Bonifikationen inzwischen nur noch 2 Minuten 34 Rückstand. Ist also 14 Sekunden besser als Schweinberger. Und da wird spannend werden nachher, wer aus dieser großen Gruppe, die nicht am ersten Tag diese knapp 3 Minuten rausfahren konnten, heute hier die beste Zeit hinliefert. Und es wird spannend, wie viel Zeit eventuell Bruce Weinder und Marco van Pachtenwege verlieren werden, die in der Gesamtwertung immer noch ganz vorne stehen. Und das nicht, weil sie zufällig am ersten Tag weggelassen wurden, sondern weil sie wirklich eine tolle Woche bisher abgeliefert haben. Gestern gab es viele gefährliche Situationen, aber die beiden Führenden, die beiden Siegerinnen der ersten Etappe, die haben da alles richtig gut verteidigt, sind immer wieder zurückgekommen. Und heute müssen sie sich beweisen. Wir sind hier bei der 171, das ist Ember Krag im Team der Nationalmannschaft Niederlande, fährt normalerweise fürs Team FDJ, eine sehr starke Fahrerin, war dieses Jahr 5. schon bei Paris-Roubaix,
Sie kann also die schweren Gänge drücken, so viel steht fest. Auch die kleine Kopfsteinpflasterpassage heute sollte ihr nicht im Wege stehen. Sie hat schöne aerodynamische Position auch eingenommen. Und wir können leider immer noch keine Zeit für Franziska Brause vermelden. Sobald da was kommt, geben wir Bescheid. In unserer Zeitmessung, da liegt immer noch Wieke Kröger, trotz ihres großen Pechs beim Zielanlauf ganz vorne. Die Deutsche hatte die beste Zwischenzeit mit 20:34 und dann sprang ihr in der letzten Kurve die Kette ab und sie musste die letzten 50, 60 Meter zu Fuß in Angriff nehmen, hat dabei ungefähr eine halbe Minute verloren und kam dann mit 44 Minuten und 28 Sekunden über den Zielstrich gefahren. Das ist ein Stundenmittel von 42,5 km/h. Ja, du hattest mich vorher noch mal aufs Warmfahren angesprochen an so einem Zeitfahrtag. Mein Warmfahrprogramm war immer so um die 25 Minuten lang an so heißen Temperaturen wie heute, 30 Grad. Muss man einen guten Mittelweg finden zwischen sehr gut Warmfahren, aber nicht überhitzen. Hier Kasanjova Doma, die vom Team Canyon-SRAM, die von der Startrampe Gold. Man fährt sich auf der Rolle warm. Versucht aber gleichzeitig die Körperkerntemperatur tief zu halten. Eisweste, Eis ist hier das Stichwort und die Sportlerinnen heute hatten da ganz schön hohe Herausforderungen. Lea Lynn Teutenberg vom Team Zerra, die sieht WNT, kommt hier zum Ziel und da sind wir auch mal gespannt auf ihre Zwischenzeit, ja. Ihre Endzeit. Bei Tiffany Cromwell wurde gerade eine neue Bestzeit angezeigt, wenn wir das richtig gesehen haben. Da warten wir noch auf die Bestätigung. Das ging relativ schnell, aber da war unten der Balken grün. 44:17 meine ich gelesen zu haben. Das alles unter Vorbehalt. Wir warten, bis die Zeit bei uns auf dem Tableau auftaucht. Aber das ist eine gute Zeit, die sie uns da jetzt hier ins Ziel gebracht hat. Die Fahrerin vom Team Canyon-SRAM, die auch mit der Nummer 1 ihres Teams ins Rennen gegangen war. Fahrerin mit ganz viel Erfahrung, sind lange mit dabei. Und wenn das stimmt, was wir da gesehen haben, dann liegt sie jetzt vorne und wird sich auch in Kürze in Richtung Hot Seat begeben. Keine ausgesprochene Zeitfahrerin eigentlich, Tiffany Cromwell. Also wenn sie hier heute mit einer Bestzeit, auch wenn es nur eine vorläufige Bestzeit wäre, ins Ziel kommt, dann hat sie heute wirklich einen wahnsinnigen guten Tag hier beim Einzelzeitfahren gehabt. Ja, sie konnte ja schon eine Etappe gewinnen hier bei der Lotto Touring Ladies Tour. Allerdings 2017, das ist jetzt schon wieder einige Jahre her, 7 um es genau zu sagen. Und auch da musste sie sich im Ziel ein bisschen über Kopfsteinpflaster rütteln lassen. Ich glaube, du warst an dem Tag Dritter, kann das sein? Also ich erinnere mich an den Sieg von Tiffany Cromwell, da waren wir Teamkolleginnen. Das war in Schleiz, wo sie in der Abfahrt kurz vor dem Ziel attackiert hat und dann sozusagen kurz vor dem sprintenden Feld über den Zielstrich fahren konnte. Das ist die Ankunft von ihr, an die ich mich erinnere. Und Zeitfahren ist eigentlich nicht ihre Lieblingsdisziplin. Also die sehr, sehr gute Endzeit hier überrascht mich doch eigentlich ein bisschen. So, und jetzt haben wir neue Zeiten bei uns. Lisa, wie sieht's aus? Ja, momentane Erste wird mir angezeigt, Franziska Brause mit derselben Endzeit wie Mieke Kröger. Also die beiden liefern sich hier heute wirklich jetzt Kopf an Kopf rein. Ja, Franzi Brause nur wenige Hundertstel schneller. Die beiden sind ja sehr gut befreundet. Können Sie sich jetzt erstmal Gesellschaft leisten oben auf dem Hot Seat und wir sind wieder bei der schnellen Zeitfahrmaschine von Ember Krag. Ja, manche fragen sich jetzt vielleicht, warum haben die hinten so ein Scheibenlaufrad in dieser Zeitfahrmaschine eingebaut? Auch hier die aerodynamischen Ergebnisse haben schon lange Kenntnis drüber
gegeben, dass es ab einer bestimmten Durchschnittsgeschwindigkeit sinnvoller ist, so ein Scheibenlaufrad zu fahren, also alles, was so an die 40 km/h hingeht. Ist man viel schneller mit so einem Scheibenlaufrad. Deswegen hier die Wahl des Tages im Zeitfahren und eigentlich immer im Zeitfahren. Aber bei Seitenwind muss man schon das Rad gut festhalten. Und die Tagessiegerin von gestern geht auf die Reise, Lucinda Brandt. Sie hat sich also auch auf ähnlichem Kopfsteinpflaster durchgesetzt im finalen Sprint durch die Schikane in Mühlhausen. Und jetzt geht sie auf die Reise. Lucinda Brandt ist auf jeden Fall eine Fahrerin, die im Einzelzeitfahren nicht zu unterschätzen ist. Jetzt nicht die absolute Mega-Extrem-Zeitfahrspezialistin, aber sie kann lange Zeit dicken Gang drücken. Sie hat auch eine gute Verfassung, das hat sie uns gestern allen gezeigt. Und wir sind mal gespannt, ob sie diesen Trend mitnimmt und das Selbstvertrauen, das sie sich gestern erarbeitet hat. Ja, sehr gute Zeitfahrerin Lucinda Brandt. Sie wirklich auch sehr vielfältig aufgestellt, egal ob vom Cross über schnelle Spurts, Zeitfahren, eigentlich kann sie wirklich fast alles. Auf der Bahn habe ich sie noch nicht oft gesehen, aber man kann am Ende auch nicht alles machen. Von dem her eine sehr breit aufgestellte Fahrerin und ja, schon eine mit großen Ambitionen hier beim Zeitfahren heute aufs Podium zu fahren. Ja, und hier gibt es gleich wieder einige Fahrerinnen, die überholt werden. Wir sind hinter der Nummer 116. Anneke Dijkstra ist das vom Volker Wessels Women's Pro Cycling Team, also vom Team der Führenden in der Gesamtwertung. Hier starten wir Anneke Dijkstra aus den Niederlanden. Ihre Startzeit war 15.19 Uhr. Das heißt, sie ist jetzt schon knapp 20 Minuten unterwegs, etwas länger. Also die Zwischenzeit schon passiert. Und wir sehen hier immer noch Lucinda Brandt von oben. Ist also noch aus dem Weg, aus Altenburg heraus. Und da gibt es ja direkt mal eine kleine, schöne, sportliche Rampe nach oben. Also man hat nicht lange Zeit, einen Rhythmus zu finden. Ja, der Start ist schwer. Karl-Heinz Winkel sehen wir hier vom Team UAE-ADQ, die sich auf den Weg macht. Und gleich geht's los aus Altenburg raus, in Anstieg, vorbei an der Kirche entlang, über dieses Kopfsteinpflaster hinauf und dann erst auf die große Gerade, wo es dann ja, flacher wird und man seinen Rhythmus finden kann. Aber der Start hat's in sich. Man darf dort nicht überzocken, nicht überpacen. Man muss schauen, dass man zwar schnell vorankommt, aber nicht gleich in den roten Bereich geht. Ja, du hast es angesprochen. In den roten Bereich gehen heißt auch heute, die Körperkerntemperatur geht schon sehr früh, sehr hoch. Und bei dieser Fahrzeit von über 40 Minuten hat man dann einfach keine Zeit mehr, wieder abzukühlen. Da kann man in die Luft fliegen. Anneke Dijkstra, hier war sie noch mal im Bild mit der 116, hat hier nicht nur Sandra Alonso im Blick, sondern auch die 74 Barbara Malcotti. Also sie scheint sehr, sehr schnell unterwegs zu sein. Die Niederländerin vom Volker Wessels Team. Aber unser Blick ist wieder bei Amber Krag im Team der Nationalmannschaft der Niederlande. Und bei ihr können wir mal sehr schön jetzt auch den Auflieger sehen. Das ist inzwischen ja fast alles aus einem Guss gefertigt, richtig großer Hightech, der da verbaut wird. Das wird auch alles an die Arme angepasst. Das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten, ja, eigentlich 5 Jahren, könnte man sagen, so richtig brutal durchgesetzt hat. Inzwischen hat man sozusagen sein eigenes Cockpit und das ist so wie, ja, ein Maßanzug. Ja, personalisiert eigentlich ein Stück weit. Es werden immer mal wieder die UCI-Regeln angepasst. Vor jedem Start werden die Zeitfahrmaschinen überprüft, ob sie eben dem Reglement entsprechen. Die Überhöhung, die Winkel, alles wird da gecheckt. Für alles gibt es Maße und Normen, innerhalb derer sich die Zeitfahrmaschine befinden muss. Sonst darf man nicht starten. Das war Mischa Bredewold vom Team SD-Works, die sich hier auf dem Weg macht und auf dem Hot Seat sitzt die finnische Meisterin Alina Atosalo, die hier ja sicherlich ein Stück weit die Daumen gedrückt hält. Ja, sie war noch mal 10 Sekunden besser als Franziska Brause und Mieke Kröger. Sie hält jetzt die neue Bestzeit mit 44,18 innerhalb unserer Liste. War auch bei der Zwischenzeit, das hatten wir schon gesagt, mit 20,33 die Beste.
und konnte diesen Trend bis ins Ziel retten. Aber da sehen wir nochmal, wenn wir dran denken, was Mikkel Kröger da widerfahren war. Sie musste ja ins Ziel laufen, zu Fuß war sie unterwegs. Da hat sie mindestens 10 Sekunden, wenn nicht sogar noch viel mehr, liegen lassen. Also, das ist bitter. Das hätte immer noch die Bestzeit sein können für Mikkel Kröger. Jetzt aber sitzt dort die finnische Meisterin. Und der Hotseat, der wird ja nochmal modifiziert, wie wir gerade sehen. Jetzt sind wir aber an der Startrampe und kommen so ganz langsam in Richtung der Schnellsten. In einer Minute geht's los für Ruth Winder. Die zweite des ersten Tages, die gestern einen sehr, sehr starken Eindruck machte. Sie war zu keiner Zeit abgehängt, sie war immer mit bei den besten Fahrerinnen mit dabei. Und sie ist vielleicht die Fahrerin, die heute nach dem gelben Trikot greifen kann. Sie hat nur 4 Sekunden Rückstand auf Maro van Pachtenbeke. Und sie wird sicherlich alles dafür tun, dass sie hier im Zeitfahren eine hervorragende Zeit abliefert. Und Einzelzeitfahren ist auch eine Disziplin, die Ruth Winder gerne mag. Das kann sie gut. Das hat sie in der Vergangenheit schon öfter bewiesen. Heute kann sie damit vielleicht an die Spitze der Gesamtwertung klettern. Aber dafür muss sie erst einmal 31,5 schwere, lange und vor allem heiße Kilometer absolvieren. Und das ist die dritte der Gesamtwertung. Das ist die Startnummer 1. Ein etwas ungewohntes Bild für uns. Die letzten Tage haben wir sie immer im Trikot der Europameisterin gesehen, aber das ist sie natürlich im Straßenrennen. Jetzt sind wir in einer anderen Disziplin, das ist das Einzelzeitfahren. Michael Bredewold war das natürlich. Und auch für sie geht es heute darum, möglichst wenig Zeit zu verlieren, im besten Fall Zeit zu gewinnen und dann in der Gesamtwertung ihre Position auf dem Podium zu manifestieren. Micha Bredewold, 24 Jahre alt, die Niederländerin aus Amersfoort, kämpft hier also um ihren Platz in der Gesamtwertung, möchte das Podium nicht abgeben. Ganz nach vorn wird sie sich heute nicht manövrieren in der Gesamtwertung. Das schätze ich so ein, diese 2 Minuten 44, einfach schon richtigen Puffer, den die beiden sich da erarbeitet haben. Und das ist die Führende in der Gesamtwertung. Wir haben es eingangs erwähnt, es gibt keine Zeitveranzüge in den Wertungstrikots. Dementsprechend fährt sie heute nicht im gelben Trikot, auch wenn es natürlich schön wäre. Und man sagt ja immer, das gelbe Trikot, das verleiht Flügel im besten Fall. Vielleicht hat sie ja ihr gelbes Trikot noch mal über Nacht unter das Kopfkissen gelegt, um da die Flügel ein bisschen einzuatmen, zu verinnerlichen. Heute ist sie in ihrem eigenen Teamdress unterwegs, im Zeitveranzug, eng anliegend, aerodynamisch, passgenau, da flattert im besten Fall gar nichts. Und eigentlich muss sie doch ein riesengroßes Selbstbewusstsein haben heute. Sie ist die ganze Woche sehr stark gefahren, auch gestern hat sie noch mal gelb verteidigt. Damit hat sie, das hat sie uns selbst schon bestätigt, gar nicht gerechnet. Also bei ihr läuft es nicht so schlecht und heute muss sie einfach fahren. Da muss sie geben, was noch in den Beinen drinsteckt. Ihre Hauptkontrahentin, das ist Ruth Winder. Und die hat 2 Minuten vor ihr, 120 Sekunden eher, die Startrampe verlassen. Jetzt geht's also los, jetzt läuft der Kampf. Van Pachtenbeke gegen Winder. Jetzt läuft der Kampf, die beiden Ersten der Gesamtwertung gegen den Rest. Oder andersrum, der Rest gegen die ersten beiden. Es ist spannend, es geht um den Tagessieg und es geht hoffentlich darum, dass dieses weiße Auto da vorne jetzt nicht noch weiter rückwärts fährt. Ja, schnell aus dem Weg hier bei diesem 180-Grad-Kurve, die die Fahrerinnen hier überwinden müssen. Es geht hier also entgegengesetzt weiter, aber nur ganz kurz. Der Teilabschnitt ja, mit dieser Wende, möchte ich schon fast sagen, bevor es wieder in das nächste Dorf hineingeht. Micha Bredewold, seit 5 Minuten unterwegs, das Team, in dem sie fährt, das Team SD Works ProTime, bislang noch ohne Tageserfolg bei dieser Rundfahrt. Das haben sie im letzten Jahr deutlich besser geschafft, da haben sie alle Etappen gewonnen. Beginnend mit dem Teamzeitfahren und dann war jeden Tag eine andere Fahrerin dran, bis ganz am Ende Lotte Kopecky ihren Tagessieg einfuhr und damit auch das gelbe Trikot übernahm und mit nach Hause brachte. Der Druck in der Mannschaft
von Bredewold ist also groß. Die können ja nicht mit leeren Händen nach Hause gehen eigentlich. Eigentlich nicht. Eigentlich müssen sie hier nochmal was abliefern. Ja, während also jetzt alle Fahrerinnen gestartet sind und wir in ungefähr 43 Minuten dann wissen, wie das Rennen heute ausgeht, weil sie alle im Ziel sein werden, haben wir jetzt eine kleine Lücke, da wir ja auch in Blöcken gestartet sind, bis die nächsten schnellen Zeiten zu erwarten sind. Wir haben also noch mal was vorbereitet. Wir schauen noch mal zurück in die Geschichte der Tour. Und Lisa, das wird dir gefallen. Auf die letzte Etappe der Thüringen-Rundfahrt 2017 rund um Gotha ging Lisa Brennauer mit 14 Sekunden Vorsprung auf Ellen van Dijk aus den Niederlanden. Ihr Team Canyon fuhr sehr aufmerksam. Die Allgäuerin selbst kontrollierte souverän die Attacke einer Ausreißergruppe und nach dem 5. Platz im Zielsprint konnte Lisa ihrem Vater um den Hals fallen. Sie hatte die Rundfahrt gewonnen, vor van Dijk und Lucinda Brandt. Ein Jahr später hatte Lisa wieder das gelbe Trikot erobert und trug es auch auf der Etappe rund um Gotha. Wieder war Ellen van Dijk in der Gesamtwertung nur knapp hinter ihr und wieder verteidigte Brennauer ihre Spitzenposition. Beim Zielsprint auf Kopfsteinpflaster belegte sie Rang 3 und baute mit den Bonussekunden ihre Führung aus. Gelb wird Lisas Lieblingsfarbe. Fürs Zeitfahren am letzten Tag wurde Lisas Spezialmaschine sorgfältig vorbereitet. Europameisterin van Dijk hatte noch die Chance, die 7 Sekunden Rückstand zu Brennauer aufzuholen. Sie legte auf dem Kurs in Schmölln Bestzeit vor. Lisa Brennauer, die Weltmeisterin von 2014, verlor nur 2 Sekunden von ihrem Vorsprung. Schnellster Gratulant war wieder Papa Jürgen. Lisa hatte das gelbe Trikot verteidigt und die Rundfahrt zum zweiten Mal gewonnen. Ja, Lisa hat ein Lächeln im Gesicht. Das sind doch schöne Bilder, schöne Erinnerungen. Und wir haben es gesehen, auch in diesen Jahren spielte das Zeitfahren immer eine große Rolle. Haben wir da noch ein paar Emotionen bei dir geweckt jetzt? Ja, definitiv. Also da bekomme ich schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, wenn ich das sehe. Viele Erinnerungen, die hier hochkommen. Ich habe sie geliebt. Die Thüringen-Rundfahrt, jetzt Lotto Thüringen Ladies Tour. Sie war fester Bestandteil meiner Saison. Jedes Jahr aufs Neue. Viele, viele Male bin ich hierher gekommen nach Thüringen. Und auch jetzt merke ich es noch. Die Leute kennen mich, sprechen mich an hier auf dem Marktplatz. Und das ist schön, nochmal die Bilder zu sehen und nochmal in die Vergangenheit zurückzublicken. Ja, und jetzt springen wir wieder in die Gegenwart, sind zurück bei Mischa Bredewold und auch sie natürlich hier extrem aerodynamisch unterwegs. Auch die Scheibenbremsen haben natürlich im Zeitfahren Einzug gehalten. Vor einigen Jahren noch ein eigenartiges Bild, ein Scheibenhinterrad mit einer Scheibenbremsenscheibe daran. Inzwischen ganz normal der Standard. Und Lisa, du kennst natürlich auch noch beides, klassische Bremsen und Scheibenbremsen. Und das macht schon auch noch was aus. Man kann im Zeitfahren ein bisschen später bremsen, man kann ein bisschen schneller fahren. Der technische Fortschritt sorgt also dafür, dass die Zeiten durchaus immer besser werden. Ja, man merkt es vor allem dann, wenn das Wetter schlecht wird. Also mit so einem Scheibenlaufrad, Carbonlaufrad generell im Nassen zu bremsen, das hat immer Ewigkeiten gedauert. Jetzt mit diesen Scheibenbremsen dann natürlich direkt, also hier der Kontakt zur Bremse da. Man kann sehr schnell im letzten Moment noch bremsen und das war für mich persönlich jetzt der größte Fortschritt an der Sache. Blicken auf Christina Schweinberger, sie im vergangenen Jahr Dritte bei den Weltmeisterschaften im Einzelzeitfahren. Eine der ganz Großen, der ganz Starken. Ja, eine derer, der wir heute sehr viel zutrauen in dem Zeitfahren. Sie hat sich die Strecke nochmal angeschaut. Ich denke, es ist schon ein Zeitfahren auch, das ihr sehr gut liegen kann. Ich bin sehr gespannt auf ihre Zeit. Ich hoffe, wir bekommen auch bald eine Zwischenzeit von Christina Schweinberger. Denn schon jemand, den man heute auch auf dem Zettel haben muss.
Ja, aber sie hatten wir auch auf dem Zettel. Die finnische Staatsmeisterin im Einzelzeitfahren. Auch sie ja Doppellandesmeisterin, Anina Ahtisaalo. Sie sitzt also jetzt auf dem Hot Seat und der ist heute wirklich hot, denn es ist hot. Wir haben hier 30 Grad. Glücklicherweise steht er im Schatten. Ja, und sie darf sich Hoffnung machen. Sie hat aktuell einen Vorsprung auf die nächste Fahrerin von 10 Sekunden. Das ist also Franziska Brause. Und wer weiß, vielleicht reicht es ja fürs Podium. 20 Jahre jung, die derzeit führende Finnin, war im vergangenen Jahr Dritte bei den U23-Europameisterschaften im Einzelzeitfahren hinter der deutschen Antonia Niedermeyer, die dort Zweite werden konnte. Ja, eine sehr starke und trotzdem in so jungen Jahren schwierig. 31 Kilometer in der Juniorenklasse fährt man so 14, 15 Kilometer. Dann die Strecken gleich fast doppelt so lang, aber es ist ja nicht ihr erstes Jahr in der Frauenklasse. Für die junge Finnin dennoch ein super tolles Ergebnis, dass sie hier auf dem Hot Seat sitzen darf und ja, jetzt die Daumen drückt, dass ihre Zeit am Ende für ganz oben reicht. Ja, die Zwischenzeit von Christina Schweinberger, die war bei 20:39, da hat sie 25 Sekunden Rückstand, das war aktuell der 5. Platz. Also nicht schlecht unterwegs, aber es reicht noch nicht für ganz vorne. Wir wissen aber natürlich auch nicht, wie sie sich das Rennen eingeteilt hat. Vielleicht kann sie hinten raus ja nochmal richtig aufdrehen und dann ein paar Sekunden rausholen. Wobei 25 Sekunden Rückstand natürlich schon eine große Lücke ist. Allerdings warten wir natürlich sehr gerne auf die Zeit hier im Ziel. Und erfreuen uns nochmal über diese schöne Studie hier. Eine wirklich hohe Kadenz bei der Startnummer 1 bei Mischa Bredewold. Und die hat jetzt schon an mehreren Tagen im Finale tatsächlich eine schöne Rolle spielen können. Konnte immer mitsprinten, aber es hat nie für ganz, ganz vorne gereicht. Also sie hat wahrscheinlich auch eine gehörige Portion Frust im Bauch und in den Beinen. Heute und morgen hat sie nochmal eine Chance, wenn sie gewinnen möchte. Ja, sie wollen hier natürlich nicht ohne einen Tagessieg nach Hause gehen. Zweimal Zweite mit Barbara Kuriski. Das ist das Top-Ergebnis, das ist das Maximum, was bisher drin war. Jetzt heute im Zeitfahren hier gut unterwegs. Die Trittfrequenz hält sie hoch, sehr individuell. So was manche drücken, einen dicken Gang, kommen damit am besten zurecht. Wenn wir hier die Luxemburgische Meisterin Christine Majerus sehen mit einem Stundenmittel von 40,8 Kilometer pro Stunde, die 31 Kilometer also überwunden, ja, bei 30 Grad auf jeden Fall wirklich schnell unterwegs hier heute. Die schnellen Damen bei der Lotto Thüringen Ladies Tour. Prevold ist also auch auf dem Weg in Richtung der ersten Zwischenzeit. Ihre Startzeit, die gab es ja um 15.49 Uhr. Das heißt, sie ist jetzt knapp 13 Minuten unterwegs. Das wiederum heißt, noch 10 Minuten oder etwas weniger bis zur Zwischenzeit. Im besten Fall etwas weniger, 7 Minuten. Das wäre ihr zu wünschen und auch vielleicht zu erwarten. Und dann wissen wir mal, wo sie steht. War Siebte bei den nationalen Zeitfahrmeisterschaften vor kurzem eben in den Niederlanden. Also schon eine der guten Zeitfahrerinnen international, noch nicht die ganz großen Zeitfahrergebnisse eingefahren und dennoch eine mit einer ganz großen Zukunft. Ja, und eine ganz knappe neue zweitbeste Zeit von Anneke Dijkstra. Eine Sekunde Rückstand, ihre Zeit 44,19 und damit bleibt Anina Ahtisaalo an der Spitze der Tageswertung. Sie bleibt auf dem Hot Seat. Wenn sie das eben gesehen hat, dann fällt ihr sicherlich ein kleiner Stein vom Herzen. Aber eine tolle Zeit von der Niederländerin Anneke Dijkstra, die also hier wirklich beinahe eine neue Bestzeit abgeliefert hat. Ja, die auch Fahrerin einholen konnte. Also Sandra Alonso, die da hinter ihr ins Ziel kommt, obwohl sie vor ihr gestartet war. Sehr schnell unterwegs gewesen, die Niederländerin, 27 Jahre alt, vom Team Volker Bessels Women's Pro Cycling, die uns immer wieder eingeblendet wurde, also sehr, sehr gut unterwegs war, sehr schnelle Zeit hier hingelegt hat.
hier eine weitere Italienerin ins Ziel kommen sehen, Barbara Malcotti. Nicht die ausgesprochene Zeitfahrerin, wir sehen sie auch im Rückstand. Manche, die auch dieses Zeitfahren heute nicht voll fahren, nochmal mit dem Augenmerk auf morgen, eher nochmal einen Etappensieg einfahren wollen, als großes Ziel sich gesetzt haben. Also hier auch große Unterschiede in der Zielsetzung an so einem Zeitfahren innerhalb einer Rundfahrt. Lisa, du hast vorhin in deiner Anmoderation gesagt, es ist sowas wie eine Generalprobe für die Olympischen Spiele. Wie wichtig ist denn sowas jetzt knapp 4 Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris, dass man eine solche Renndistanz nochmal fahren kann, auch mit internationaler Konkurrenz? Wofür braucht man so einen Wettkampf? Es gibt nicht mehr so viele Zeitfahren im Rennkalender. Sehr, sehr schade aus meiner Sicht, die Zeitfahren sehr, sehr gern mochte. Und es geht hier vor allem um Routine. Also Routine im Ablauf, in der Vorbereitung, auch im Warmfahren. Vielleicht noch, wann gehe ich zum Start, um auch rechtzeitig zu sein, aber auch nicht zu früh. Die ganzen Abläufe, so ein ganzer Tag muss geplant sein. Und je öfter man das übt und macht, umso automatisierter dann eben der Ablauf. Auch beim größten Wettkampf, von dem die Sportlerinnen teilweise schon seit ihrer Kindheit träumen, den Olympischen Spielen. Hier also eine super Möglichkeit, das Ganze zu üben, über die gleiche Renndistanz hinweg, 31,5 Kilometer, eine sehr lange Distanz. Ein Wettkampf muss eingeteilt werden und hier kann man nochmal antesten und ausprobieren und vielleicht sich auch nochmal innerhalb seines Verbandes anbieten für einen Startplatz. Sehr wichtiges Zeitfahren also hier in der Lotto Thüringen Ladies Tour. Ich finde das super, dass man hier auch so die Distanz gewählt hat. Sarah Gigante kommt ins Ziel. Die haben wir gestern schon öfter gesehen. Auch sie hatte den Sprung in diese erste große Spitzengruppe geschafft, hat sich also am Berg sehr, sehr gut präsentiert, hat eine gute Form. Heute reicht es erstmal nicht für ganz, ganz vorne, aber trotz allem ist auch eine kleine leichte Fahrerin, die jetzt nicht so einfach auf so einen solchen Drückerkurs. Ja, sie gut am Berg, auch ist schon sehr gute Zeitfahren gefahren, war 11. bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelzeitfahren, war schon australische Meisterin im Einzelzeitfahren. Also schon jemand, der gut Zeitfahren kann. Heute hat es nicht bis ganz nach oben gereicht. So, und jetzt sind wir schon wieder da bei Mischa Bredewold. Die holt tatsächlich die vor ihr gestartete Karl-Heinz Winkels ein. Bei der letzten Einstellung, da hatte Zwinkels noch deutlich mehr Vorsprung. Also vor dieser Etappe war sie ja 4. in der Gesamtwertung. Das war jetzt schon eine starke Anfangsphase. Hat hier also gleich 2 Minuten gut gemacht. Die letzten 10 Fahrerinnen waren ja im 2 Minuten Abstand gestartet. Also richtig gute Leistung hier von Bredewold, die Karl-Heinz Winkels hier zum jetzigen Zeitpunkt gerade eingeholt hat. Ja, und damit müsste sie auch in wenigen Metern zur Zwischenzeit kommen. Alle Fahrerinnen außer Zwinkels, Bredewold, Winder und Van Pachtenbeke haben die Zwischenzeit bisher erreichen können. Und da sehen wir jetzt auch, dass die Fahrerinnen, die zuletzt die Zwischenzeit passiert haben, hier keine sehr guten Zeiten angeboten haben. Da wird sicherlich Mischa Bredewold vergleichsweise weit nach vorne reinfahren. Und jetzt wird es auch interessant sein, was machen Bruce Winder und Marco van Pachtenbeke. Die kommen ja danach hier zu dieser Zwischenzeit. Also knapp 2 Minuten und 4 Minuten dahinter. Und dann können wir vielleicht schon die erste Tendenz sehen, werden wir hier mal sehen, wie schön es bergab geht. 9% Gefälle. Also wirklich mit Höchstgeschwindigkeit geht es hier rein nach Schmölln für Mischa Bredewold. Und da hat sie natürlich den ganz, ganz großen Gang aufgelegt. Da sind Geschwindigkeiten von weit über 60 Stundenkilometer, keine Seltenheit, also da muss ich hier wirklich aufpassen, unten in der Kurve, da geht es ja gleich scharf nach links. Schauen wir auf den Tacho, 79 Stundenkilometer, Wahnsinn. Ja, wirklich schnell unterwegs, dann hier unten die Linkskurve mit hier so einem kleinen Schlagloch, das man nicht treffen darf, da hebelt es einen schnell mal aus, also hier große Aufmerksamkeit gefragt. Sie hat sich sicherlich dann ihr die Strecke nochmal angeschaut und fährt soeben über die Zwischenzeit.
Wir warten auf ihre Zwischenzeit. Momentan an der Zwischenzeit führende Brody Chapman vom Team Lidl Trek und gefolgt von Christina Schweinberger und Martha Lach. Also die haben sich alle so um die 20 Minuten, 14, 16 rum bewegt. Martha Lach 20, 25 und wir warten auf die Zwischenzeit von Mischa Bredewold. Auf jeden Fall auch ja im 20-Minuten-Bereich unterwegs. Sie war gestartet um 15.49 Uhr, Mischa Bredewold. Wir bekommen aktuell keine Zwischenzeiten, aber wir können davon ausgehen, dass sie eine wirklich gute Zwischenzeit hingelegt hat, die Niederländerin vom Team SD-Works Pro Time. Ja, und Linda Riedmann, die haben wir am Start gesehen, ist jetzt an der 3-Kilometer-Marke und wir hören jetzt gerade unter 20 Minuten für Mischa Bredewold an der Zwischenzeit. Damit liegt sie da deutlich in Führung. 19:56. Also da warten wir im Ziel ganz gespannt auf eine potenzielle neue Bestzeit. Wir drücken ja auch die Daumen, dass sie heute ohne technische Probleme hier ankommt. Und das wäre natürlich ein Ding, wenn sie im Zeitfahren hier den Etappensieg holt für ihr Team. Nach ihr kommen noch zwei Fahrerinnen, aber die sollten an sich nicht besser sein im Einzelzeitfahren. Bruce Weiner und Marco van Pachtenbeke, die sich dann also um die Führung potenziell in der Gesamtwertung streiten werden. Jetzt kommt Julia Kopecky ins Ziel, Landesmeisterin aus Tschechien. 46:07 ihre Zeit. Das reicht noch nicht für ganz vorne. Und wir sind bei Lucinda Brandt. Die starke Niederländerin. Startnummer 15 hier vom Team Lidl Trek. Sie eine sehr gute Zeitfahrerin, auch technisch einfach einwandfrei. Fährt auch viel Cross-Rennen. Ja, ihre Zwischenzeit 20:44, damit war sie 12. Das dürfte also auch nicht für ganz vorne reichen. Auch hier haben wir gerade gesehen, wie die Kette gesprungen ist. Also dieses Kopfsteinpflaster dort im Ziel, das ist tückisch. Da muss man wirklich aufpassen. Da ist man wohl im Zwiespalt. Soll man da mit Volllast in die Pedale treten oder lieber dann noch einen Halbtritt rauslassen, um die Technik nicht zu sehr zu strapazieren und einen möglichen Defekt dabei noch zu provozieren? Für Lucinda Brandt sind es noch einige Kilometer. Sie war ja, wie gesagt, gestern erfolgreich. Da hat sie ihren inneren Frieden auf jeden Fall schon gefunden. Und heute kann sie vielleicht in den Top 20 landen. Wir warten auf die Zwischenzeiten unserer beiden Führenden in der Gesamtwertung. Noch haben wir nichts, was wir vermelden können. Und Linda Riedmann jetzt auf den letzten 2 Kilometern, 43 Minuten ist sie unterwegs. Nochmal zur Erinnerung, die aktuelle Bestzeit liegt bei 44:18. Wird noch einmal gehalten von Anina Atusalo. Also schwierig für sie hier heute eine Top-Platzierung einzufahren. Der Weg ins Ziel noch zu weit für die Zeit. Und hier die Führende an der Zwischenzeit vor Mischa Bredewold kam. Brody Chapman kommt ins Ziel mit einer neuen Bestzeit. 43:18. Brody Chapman, die also zweite an der Zwischenzeit war, nur von Mischa Bredewold dort geschlagen wurde, setzt jetzt hier also eine neue, beste Zwischenzeit. Die Australierin mit 43 Minuten und 15 Sekunden ganz offiziell. Und wir sehen jetzt hier nochmal den Zielanlauf, ja, die Anfahrt zum Ziel bei Linda Riedmann. Also wirklich technisch, es geht mit einer hohen Geschwindigkeit hier rein nach Altenburg. Da ist man noch mal sehr, sehr schnell und am Ende muss man stark abbremsen, da es dann dort um die Ecken geht aufs Kopfsteinpflaster und man gleich eine sehr, sehr scharfe Kurve zu bewältigen hat. Ja, Gigante, die also schon zweimal die nationalen Meisterschaften in Australien gewinnen konnte, 2021 und 2020. Auch
schon australische Straßenmeisterin war. Hier mit einer neuen Zwischenzeit werden wir Linda Riedmann sehen, wie sie hier über den Zielstrich fährt. Bruce Winder bei der Zwischenzeit mit 20 Minuten und 20 Sekunden, also eine sehr gute Zeit. Damit ist sie Vierte in der Tageswertung und damit ist schon mal eins klar. Die Chance, dass sie heute gelb tragen wird nach der Etappe, ist sehr groß. Denn um da jetzt noch mal mehr als 2 Minuten zu verlieren, da muss schon einiges schieflaufen. Natürlich, es kann alles passieren. Wir wollen nicht von einem Sturz reden oder von einem Defekt. Aber das Rennen ist zu Ende, wenn sie im Ziel ist. Aber wenn sie so weiterfährt, dann wird sie die neue Führende in der Gesamtwertung sein. Nach dieser Etappe. Luzina Brandt hier im Bild. Aber war an der Zwischenzeit nur 13. Also sie muss hier wirklich im zweiten Teilabschnitt noch mal richtig zulegen. Ich traue ihr das zu, dass sie noch einiges am Boden wieder gut machen kann. Und trotzdem schon mal ein großer Rückstand an der ersten Zwischenzeit für Luzina Brandt. Und wir haben die Zwischenzeit von Marco van Paartenbeke. Sie kommt mit 22:10. An die Zwischenzeit und hat damit 2 Minuten und 14 Sekunden schon bei Hälfte der Strecke verloren auf die beste Zeit. Und wenn wir uns an die 2020 erinnern, dann hat sie 1,50 an Boden verloren gegenüber Ruth Winder. Damit ist die Chance, dass sie in Gelb bleibt, wegpulverisiert. Das Ding ist durch. Jetzt muss sie einfach kämpfen, dass sie vielleicht noch in den Top 10 bleiben kann. Aber wenn sie schon nach der Hälfte der Strecke so einen großen Rückstand hat, dann wird das heute eine ganz, ganz schwere Aufgabe für die junge Fahrerin, die auf der ersten Etappe hier siegreich sein konnte. Ja, sie wird kämpfen bis zum Ziel, aber es ist hart. Man bekommt es natürlich auch durchgesagt von dem sportlichen Leiter, wo man liegt. Und es ist wirklich schwierig, dann den Fokus auch zu behalten. Sie muss weiterkämpfen, noch ist das Rennen nicht verloren. Aber es wird ganz, ganz schwer für die derzeit Führende. Diesen Rückstand wird sie nicht mehr aufholen. Also sie kann jetzt nur noch kämpfen, um ja, weiterhin in den Top 10 zu bleiben, in der Gesamtwertung. So starke Leistungen hat sie gezeigt. Und dieser Rundfahrt hat sich wirklich einen Namen gemacht, hat sich etabliert. Und das auch ganz wichtig, wird sowieso mit ganz viel positiven Gedanken hier rausgehen. Sollte sich von diesen Einzelzeitfahren auch nicht verunsichern lassen. Ganz klasse Leistung hier gezeigt, aber das Einzelzeitfahren heute hier nicht ihr bester Lauf. Ja, sie hat ja hoffentlich noch einige Jahre vor sich im Profi-Radsport und mit der Performance aus dieser Woche. Mit dieser Performance kann sie sich natürlich international ins Gespräch bringen. Amber Krack, wir hatten sie heute schon oft im Bild, kommt hier im Straßenrad mit einem anderen Ziel. Musste also unterwegs die Maschine tauschen, auf ihr Straßenrad umsteigen. Wirklich ganz bitter. Da ist eigentlich der Wettkampf schon gelaufen. Da kann man nur noch so schnell wie möglich ins Ziel fahren. Aber das Rennen ist dann eigentlich rum. Das holt man nie wieder auf. Ja, sehr schade. War vielleicht einfach nur ein Defekt. Das kommt natürlich vor. Ah. Oh. Das scheint sie jetzt zu sein. Da haben wir uns gerade geirrt. Das war jetzt mein Fehler. Das war nicht Amber Krack, aber hier Christina Schweinberger, die hier mit einer ganz hohen Geschwindigkeit ins Ziel kommt. Gute Zeit. 11 Sekunden Rückstand werden hier nur angezeigt. Und Chapman hat auf dem Hotseat Platz genommen. Neue zweitbeste Zeit für die Österreicherin. 43:26. Ein Rückstand von 11 Sekunden auf Brody Chapman. Und Miraya Benito, die haben wir auch gar nicht gesehen. Die kam ins Ziel mit einer neuen drittbesten Zeit. Ihre Zeit 44:13. Grad Vierte mit 44:16. Also knapp 1 Minute und 1 Sekunde Rückstand auf Brody Chapman. Und sie guckt skeptisch. Ist natürlich auch ausgepowert. Und hier haben wir das Ganze mal. Das ist der Zwischenstand. Chapman vor Schweinberger, Benito, Krag und Ahtosalo. 43:15. Das ist die Zeit, die es jetzt zu schlagen gilt. Das ist die Zeit, an der sich natürlich auch Mischa Bredewold
orientieren muss, die bei der Zwischenzeit die schnellste war. Aber für sie sind es noch knapp 10 Kilometer bis zum Ziel. Wir schauen hier nochmal über Altenburg. Das Startzielgelände befindet sich heute auf dem Marktplatz. Also sehr, sehr zentral. Dementsprechend das Kopfsteinpflaster auch nicht sehr verwunderlich. Stadt mit einer großen Historie. Und jetzt sind wir bei Maren van Pachtenbeke. Das ist die noch führende in der Gesamtwertung, die Siegerin der ersten Etappe. Die kämpft jetzt hier natürlich um jeden Meter. Aber wenn wir uns den Tritt anschauen, Lisa, da sieht man schon so ein bisschen, das ist nicht mehr der allerletzte große Druck, der da aus den Beinen kommt. Im Vergleich zu beispielsweise Misha Predevold sieht man auch hier, sie tritt in der Kurve gar nicht mehr durch. Also sie fährt das Ding jetzt einfach nach Hause. Ja, ist offensichtlich nicht ihre Spezialdisziplin. Wo man in den nächsten Jahren hinüber arbeiten kann, wo sie sich durchaus noch verbessern kann, sowohl im technischen Bereich, also sicherlich auch von der Leistung her. Hier kriegen wir noch mal einen Rückblick eingespielt, wie Misha Predevold um die Kurve zieht. Da sehen wir auch den Unterschied zwischen den beiden. Technisch die eine wirklich super schnell unterwegs, auch im technischen Bereich. Hier bei Van Pachtenbeke sicherlich noch der Raum, um sich dort noch weiterzuentwickeln. Ja, sie ist 25 Jahre jung, hat diese Woche ihren ersten Profisieg gefeiert. Jetzt haben wir sie nochmal drauf. Wird sicherlich ganz viel an Erfahrung mit nach Hause nehmen und muss das auch erstmal verarbeiten. Da muss man erstmal alles sacken lassen, die Belgierin. Und da sind wir mal gespannt. Vielleicht kommt sie ja im nächsten Jahr wieder. Hat viel gelernt, hat sich dann auch neue Ziele gesetzt. Vielleicht ist sie dann auch schon in einer anderen Mannschaft. Denn die internationale Lotto Thüringen Ladies Tour, die wird natürlich beäugt, international. Wenn man hier gut fährt, dann wird das wahrgenommen, dann wird das gesehen. Und die hat natürlich das Maximum herausgeholt. Sie trug Gelb bis zum heutigen Start. Und ihren Namen, den merken wir uns. Den werden wir verfolgen. Und wenn sie irgendwann vielleicht in einem anderen ganz großen Team fährt, dann werden wir sagen, die Karriere, die begann hier bei der Lotto Thüringen Ladies Tour 2024 in Jena. Da legte sie vielleicht den Grundstein. Jetzt schauen wir noch mal auf die Zeiten im Ziel. Immer noch Bestzeit von Brody Chapman. Sie war gestartet um 15.30 Uhr und hat dann 43 Minuten und 15 Sekunden später den Zielstrich überfahren. Damit liegt sie vorne, ein 43, knapp 7er Stundenmittel. 11 Sekunden dahinter die Österreicherin Christina Schweinberger. Und das Podium wird momentan noch komplettiert von Mireia Benito, der Spanierin. Ja, die spanische Meisterin im Einzelzeitfahren. Die 27-Jährige vom Team AG Insurance Sudal. Also vor kurzem erst spanische Meisterin geworden im Einzelzeitfahren. Und derzeit eben hier auf dem Podium beim Zeitfahren in der Lotto Thüringen Ladies Tour. So, und jetzt haben wir mal schön den Vergleich. Den haben wir uns natürlich die ganze Zeit gewünscht. Rechts haben wir die noch Führende in der Gesamtwertung. Links haben wir Ruth Winder, die Zweitplatzierte. Und Winder hat jetzt vor sich schon eine Fahrerin, die sie vielleicht einholen kann. Das müsste Swinkels sein. Die wurde schon von Bredevold überholt. Und wenn sie da angefahren ist, ist sie sage und schreibe 4 Minuten schneller als Karl-Heinz Swinkels. Also das motiviert die Amerikanerin, die US-Amerikanerin jetzt natürlich. Da hat sie nochmal einen kleinen Punkt, an dem sie sich orientieren kann. Da zieht sie sich jetzt hin. Windschatten fahren darf sie natürlich nicht. Aber so ein ganz klein bisschen profitiert man natürlich trotzdem, wenn man da hinfährt und sofort sich ansaugt und vorbeirauscht. Da sieht die Fahrerin vor ihr schon von Weitem, also schon kilometerlang, dieser mentale
Vorsprung, dieses ja, mentale Unterstützung, jemanden zu sehen, den man jagen kann, schon förmlich. Also ein großer Vorteil, wenn man im Einzelzeitfahren jemanden einholt und sich da in lange Zeit schon mental ranziehen kann an die Fahrerin vor sich. Geht jetzt vorbei, muss zwar den langen Weg gehen, aber ja, fährt hier mit der deutlich höheren Geschwindigkeit als die Niederländer. Ja, und Bruce Weiner hat natürlich auch über den Funk im Ohr, den sie ja höchstwahrscheinlich hat, die Info bekommen, dass sie schneller fährt als ihre ärgste Kontrahentin, als Maro van Paartenbeke. Das motiviert sie auch nochmal zusätzlich. Und wir haben den nächsten Zieleinlauf. Katarzyna Niewiaroma, die sich gestern schon mit einer tollen Solo-Leistung in Szene gesetzt hat. 1:02 langsamer als Brody Chapman. Auf dieser langen Distanz sicherlich für sie keine schlechte Leistung. Schauen wir mal, für was das nachher in der Endabrechnung reicht. Momentan dürfte sie da ungefähr auf Platz 11-12 liegen. Ist ungefähr so schnell wie Brause und Kröger. Ja, gutes Zeitfahren von der Polen. Nicht ihre Spezialdisziplin. Das Einzelzeitfahren, sie in den Bergen zu Hause, je steiler, umso besser. Irgendwo, wo sie ihren großen Turbo zünden kann, im Steilstück hinauf. Aber heute ein sehr gutes Zeitfahren gefahren. Ja, sehr gut für sie, auch mit Blick auf die Gesamtwertung. Und morgen sicherlich nimmt sie nochmal die Anstiege in den Fokus, will dort attackieren, nochmal alles geben, um nochmal ganz nach vorn sich zu kämpfen. Ja, und für Ruth Winder zählt es natürlich jetzt nicht nur, dass sie heute höchstwahrscheinlich das gelbe Trikot wird übernehmen können, sondern sie will natürlich jetzt auch bis zum letzten Zentimeter hier durchziehen, um möglichst keine Sekunden zu verlieren. Denn morgen, da wird es nochmal Angriffe geben, da wird es auch nochmal bergig werden. Da gibt es die letzte Chance, sie eventuell dann nochmal aus dem Trikot zu kegeln. Also sie wird durchziehen, kann sich nicht darauf ausruhen, was sie bisher gezeigt hat. Und Eline Jansen, die Führende in der Nachwuchswertung, ist jetzt bei uns, trug ja bis gestern noch das Bergtrikot, war dann noch gestürzt, 2,8 Kilometer vor dem Ziel. Extrem unglücklich, aber glücklicherweise heute wieder mit dabei. Hat ein großes Pflaster am Arm, aber das scheint sie glücklicherweise nicht zu sehr daran gehindert zu haben, hier im Auflieger ein ordentliches Zeitfahren zu absolvieren. Martha Lach sehen wir hier in die letzte Kurve hineingehen, auf den Marktplatz zu. Ja, nimmt die Kurve sehr gut, muss nochmal antreten von Null. Die Fahrerin, man hat ihnen natürlich auch gesagt, seid dort vorsichtig. Viele Platten haben sich hier ergeben durch eben ein Metallstück, das da im Weg stand. Verliert 1:06, Stundenmittel von 42,6 km/h. Und Brody Chapman, die immer noch führt, kann so langsam vielleicht vom Tagessieg träumen, aber sie muss warten, bis Mischa Bredewold ins Ziel kommt, denn die hatte die beste Zwischenzeit. Die war noch mal ein bisschen schneller als die Australierin bei der ersten Zeitmessung, ungefähr bei Hälfte der Strecke. Das wird ein spannendes Duell. Nochmal zum Erinnern, 19:56 die Zwischenzeit von Mischa Bredewold und 20:14, also 18 Sekunden dahinter, Brody Chapman. Und wir warten auch auf Luzinda Brandt, die müsste bald ins Ziel kommen. Die nächste also, die wir am Zielstrich erwarten, hat keine gute Zwischenzeit, nur 13. Zwischenzeit. Also wird heute nicht zufrieden sein mit diesem Zeitfahren. Hätte jetzt im zweiten Teilstück so viel Zeit wieder gut machen müssen. Die Niederländerin Luzinda Brandt, die wir also als nächste bei der Zieleinfahrt erwarten. Ja, und Ruth Winder macht das gut hier. Sicherlich kein technisch einfacher Abschnitt. Immer wieder Kurven, die man kennen muss, wo man wissen muss, macht die Kurve nochmal zu, muss ich fester bremsen, kann ich vielleicht sogar im Auflieger durchfahren. Alles Sachen, die man sich vorher gut anschauen muss, gut planen muss und dann aber auch eben in diesem Druck des Zeitfahrens parat haben muss. Luzinda Brandt, die hier einbiegt, die letzten paar Meter vor dem Marktplatz. Nochmal hoch beschleunigt.
wird nicht zufrieden sein mit diesem Zeitfahren. 1 Minute 10 der Rückstand. Die gestrige Etappensiegerin vom Team Lidl Trek verliert hier also heute viel Zeit. Aber ihre Teamkollegin sitzt nach wie vor auf dem Hot Seat, wie man ihn nennt, auf dem Stuhl der Tagesbesten bisher, der zeitschnellsten, der aktuell zeitschnellsten. Und es ist so ein Gefühl, man ist irgendwie aufgeregt, kann das Rennen natürlich verfolgen, muss jedes Mal wieder bibbern, wenn einer ins Ziel kommt, ob der wohl jetzt langsamer, ob die Fahrerin wohl jetzt langsamer oder schneller sein wird. Man träumt so langsam vom Tagessieg, vom Etappenerfolg bei dieser Rundfahrt. Brodie Chapman, die Australierin, die jetzt im Hot Seat wartet auf die letzten Fahrerinnen des Zeitfahrens. Ja, und 15. war Chapman vor dieser Etappe in der Gesamtwertung mit 3 Minuten und 18 Sekunden Rückstand. Also da wird sie sich heute auch nochmal deutlich verbessern. Hat dann vielleicht auch nochmal Chancen, in Richtung Podium zu gehen. Und wir haben es gerade nochmal richtig schön gesehen, den Auflieger von Bruce Binder. Das war ja, das sah schon fast aus wie ein kleines Bücherregal da unten. Also das war ein Carbon-Bauteil allererster Güte. Es scheint ihr heute richtig was zu bringen, denn sie ist sehr gut unterwegs. Und wenn sie so weiterfährt, kann sie vielleicht sogar dieses Zeitfahren unter den besten 15 beenden. Jetzt kämpft sie sich hier über dieses kleine Kopfsteinpflasterstück. Diese sehr unangenehme Straße ist jetzt bei 40 Minuten Fahrzeit, aber ist auch schon fast auf den letzten 2000 Metern. Also jetzt muss sie nochmal durchziehen. Jetzt muss sie nochmal Schwung holen. Und die Gefahr beim Kopfsteinpflaster ist ja, dass man langsamer wird und dann so langsam wird, dass man nicht wieder in Schwung kommt. Und deswegen einfach immer versuchen, den Gang in Schwung zu halten. Die Beine müssen sich immer weiter drehen, nicht zu dick ketten. Und jetzt hat sie es geschafft, ist wieder auf der normalen Straße. Ruth Winder also auf dem Weg ins gelbe Trikot. Sie hatte schön den Weg gewählt, wo noch so ein bisschen Asphalt war in diesem ganzen Kopfsteinpflaster am rechten Straßenrand. Hat sich also die Strecke ganz genau angeschaut, wo ist der schnellste Asphalt. Wenn man so eine Strecke abfährt, man macht sich Notizen, schaut die größten Schlaglöcher, notiert man sich, bekommt sie später natürlich übers Funkgerät angesagt, aber auch die Frage immer wieder, wo ist eigentlich der schnellste Weg, nicht nur der kürzeste, sondern der schnellste. Und hier kommt sie, Mischa Vredevold. Die Zeit, die es zu schlagen gilt, 43,15 und sie ist besser, 43,04. Damit haben wir eine neue Bestzeit und das sollte wohl der Tagessieg sein. Damit hat das Team SD Works ProTime tatsächlich zugeschlagen. Aber zwei Fahrerinnen kommen noch ins Ziel. Wir warten natürlich noch auf die Zeit von Ruth Winder und auf diese Zeit hier, die Zeit von Marco van Pachtenbeke. Aber das war ein Weltklasse-Einzelzeitfahren der Europameisterin im Straßenrennen, Mischa Vredevold. Ist das Rennen aggressiv angegangen und hat es auch aggressiv nach Hause gefahren. Jetzt liegt sie an der Spitze mit 43,04 und wir sind tatsächlich bei den Zeiten, die du mal orakelt hast. Also da lagst du gar nicht so falsch, liebe Lisa. Ja, das hatte ich natürlich auch gehofft, war dann zwischendurch doch ein bisschen verunsichert. Jetzt aber die guten, schnellen Zeiten im Rahmen dessen, was wir auch vermutet hatten. Und Ruth Winder, die hier kämpft, die ganz genau weiß, es geht hier um jede Sekunde. Ich möchte das gelbe Trikot hier tragen, mit auf die letzte Etappe nehmen. Diesen großen Vorsprung, den sie sich erarbeitet hatte am ersten Renntag in der Rundfahrt, der wird ihr am Ende vielleicht sogar zum Gesamtsieg verhelfen. Man hatte sie hier unterschätzt, hat sie wegfahren lassen. Dann die Bahnschranke, die noch unterwegs zuging, auch noch in ihre Karten gespielt. Trotzdem großer Zeitvorsprung in der Gesamtwertung. Jeder war gespannt auf den heutigen Tag, auf dieses Einzelzeitfahren. Aber sie macht das super und hat bisher einen tollen, tollen Wettkampf hingelegt. Ist schon in der Einfahrt nach Altenburg, nur noch 500 Meter bis ins Ziel. 2 Minuten nach der neuen Führenden in der Tageswertung ist sie gestartet. 2 Minuten nach Mischa Vredevold. Und sie hat gar nicht so einen großen Rückstand im Ziel, möchte ich meinen. Das wird eine sehr, sehr gute Zeit werden von Ruth Winder. 2020 war ja ihre Zeit bei der Zwischenzeit. Da bin ich gespannt. Das sollte noch für die Top 10 der Tageswertung reichen. Also wirklich richtig, richtig stark. Damit setzt sie auch noch mal ein Ausrufezeichen in Richtung aller Kontrahentinnen und sagt, ich nehme hier gelb. Und ich nehme das richtig ernst, ich will das mit nach Hause bringen. Und sie hat es leider nicht mehr geschafft,
da durchzukommen. Aber jetzt kommen wir zum Zielanlauf für Ruth Winder. Wo ist die Zeit? 43:23 jetzt in diesem Augenblick. Das ist keine halbe Minute Rückstand. 23 Sekunden verliert sie nur gegenüber Mischa Bredewold. Und das ist Tagesplatz 4, wenn ich das jetzt richtig grob überschlagen habe. Wir warten mal. Jawohl, da wird es angezeigt. Vierte wird sie heute. Das ist super stark. Das ist spitze. Wie schön zu sehen, wie auch dieser Kampf um die Gesamtwertung die Fahrerin beflügelt, das Wissen, hier so einen großen Erfolg einfahren zu können. Man wächst über seine eigenen Leistungen hinaus. Ruth Winder, sie ist keine schlechte im Zeitfahren. Nur man wusste nicht so richtig, was kann man von ihr erwarten. Hatte mit dem Radsport schon abgeschlossen, war über ein Jahr weg vom Fenster, hat im Gravel-Bereich noch einiges gemacht, aber auf der Straße hat sie gesagt, ich bin hier erstmal durch, ich muss mental mich neu orientieren, neu aufbauen. Hatte eine Art Burnout, darüber auch öffentlich gesprochen. Und die Liebe hat sie aber nicht verloren zum Sport. Kam zurück in ihrem Team Human Power Tales, jetzt hier am Start. Und sie wird das gelbe Trikot heute übernehmen, so viel steht fest. Und da kommt natürlich auch noch Karl-Heinz Winkels. Die haben wir vorhin nicht mit einbezogen in unsere Berechnung, als wir gesagt haben, es kommen ja nur noch zwei. Kleiner Fehler vom Amt, aber sie hat schon so viel Rückstand, sie wurde ja überholt von zwei Fahrerinnen gleich. Also 5 Minuten und über 50 Sekunden kriegt sie hier aufgebrummt. Sieht auch so aus, als hätte sie das durchaus einkalkuliert, hat sie hier nicht den letzten Zacken aus der Krone gebrochen. Und hier gibt es die Glückwünsche für Ruth Winder, die kann es gar nicht fassen. Die freut sich. Ja, Ruben Kasper kommt hier, die Deutsche, gratuliert. Super starkes Zeitfahren und Sie alle wissen, morgen gibt es nochmal eine riesengroße Aufgabe fürs ganze Team, für die ganze Mannschaft. Die Fahrer, Betreuer, alle müssen morgen zusammenhalten, um diese Führung in Gesamtwertung auch morgen nochmal bis ganz nach Hause fahren zu können. Ja, und jetzt sackt so langsam durch die Information und wir sehen es ihr auch an. Sie hat echt alles gegeben. Der Kreislauf, der schickt auch gerade nochmal einen schönen Gruß raus und sagt, gut, dass es jetzt vorbei ist. Viel länger hätte ich nicht mehr gewollt. Also sie hat sich komplett ausgepowert hier bei 30 Grad. Völlig ausgelaugt. Völlig fokussiert war sie in den letzten 45 Minuten. Und der Lohn wird gleich ein gelbes Trikot sein für sie. Das Team Human Powered Health schiebt sich damit nach ganz vorne. Sehr sympathische Sportlerin, die 30-Jährige aus den Vereinigten Staaten. Ruth Edwards heißt sie mittlerweile, hat geheiratet, hat ein Haus gekauft zusammen mit ihrem Mann, wollte erstmal ihr Privatleben wieder leben, weg von diesem Reisen. Die Fahrerinnen, einen Großteil des Jahres in Europa unterwegs, wo einfach hauptsächlich der Radsport stattfindet. Weit, weit weg von zu Hause, das ganze Jahr hinüber, also auch persönlich, privat einfach eine große Herausforderung für die Athletinnen und Athleten, die im europäischen Radsport-Zirkus hier unterwegs sind. Und wir sind wieder bei Maro von Pachtenbeke. Sie hat jetzt noch 2 Kilometer zu fahren. Ist am Ortseingangsschild nach Altenburg. Ja, und sie weiß wahrscheinlich schon, dass das heute nicht ihr Tag sein wird. Denkst du, man sagt ihr dann über den Funk die genauen Details oder lässt man sie einfach fahren oder stand vielleicht schon vorher fest, was das heute wird? Zum einen wird man ihr die Zwischenzeiten schon durchgesagt haben, aber sie jetzt in der zweiten Hälfte des Rennens immer wieder motiviert haben, alles zu geben. Aber gestern habe ich schon mal mit dem Team ein bisschen gesprochen und sie waren nicht sehr optimistisch, was dieses Zeitfahren und die Führung von Van Pachtenbeke angeht. Man wusste also schon, dass es nicht die stärkste Disziplin ist, aber ja, auch ich habe gedacht, 2 Minuten 44, so ein großer Vorsprung, so viel Zeit wird sie nicht verlieren. Jetzt ist es soweit und man sieht schon auch an der Fahrweise, sie ist hier nicht zu Hause, vielleicht nicht zu Hause auch auf diesem Rad. Zeitfahren muss man üben, muss man auch immer wieder zu Hause ins Training einbauen, wenn man da Fortschritte machen will, wenn man dort zu Hause sein will in diesem Bereich, in dieser Spezialdisziplin. Es scheint also nicht ihr in die Wiege gelegt und trotzdem
ich muss immer wieder betonen, Hut ab vor der Leistung der ganzen Mannschaft, vor ihrem Team Volker Wessels. Immer wieder exzellente Nachwuchsfahrer herausgebracht, dieses Team, viel Nachwuchsarbeit. Wirklich stark, und auch sie wird ihren Weg gehen, da bin ich mir sicher. Auch sie wird hoffentlich einen tollen Vertrag bekommen, träumt sicherlich auch von einem großen World Tour Team. Aber jetzt erstmal Gratulation an diese tolle Leistung, die die Mannschaft diese Woche gezeigt hat, das Team Volker Wessels. Und man darf ja auch nicht vergessen, die ersten 4 Etappen, die sie schon in den Beinen hat, die haben auch richtig Körner gezogen. Gestern hat sie wahrscheinlich wirklich mehr als ihr Limit ausgeschöpft, um das gelbe Trikot zu verteidigen. Und dann ist es auch normal, dass irgendwann die Kraft ein bisschen ausgeht. Jetzt kommt sie ins Ziel gefahren. Marco van Pachtenbeke nach 47 Minuten und 18 Sekunden ist sie im Ziel, die 25-jährige Belgierin. Ganz starke Leistung hier in dieser Woche. Jetzt gibt sie das gelbe Trikot ab. Natürlich hätte sie es gerne behalten, aber so realistisch war sie. Morgen hat sie noch einen Tag. Vielleicht ist morgen der Druck ein bisschen weg bei ihr. Der Kopf wieder frei und sie ist trotzdem noch mal gut mit dabei. Und wir sehen hier jetzt Christina Schweinberger, die dieses Zeitfahren auf dem 3. Platz beenden wird heute. Und jetzt ist es ja auch vorbei, da alle Fahrerinnen das Ziel erreicht haben. Sie wird also 3. mit 43 Minuten und 26 Sekunden Fahrzeit. Das bedeutet einen Rückstand von 20 Sekunden gegenüber der Tagessiegerin Misha Redewold. Und damit ist der Fluch gebrochen beim Team SD Works Pro Time. Ja, der Tagessieg von Misha Bredewold. Wir blicken nochmal aufs Etappenresultat. Misha Bredewold vor Brody Chapman und Christina Schweinberger. Dann die neue führende Rouge Winder vor der spanischen Meisterin Mireia Benito, der Niederländerin Amber Krag und Katarzyna Niewiadoma, die wir gestern schon so in der Attacke gesehen hatten, landet hier auf Rang 7. Starkes Zeitfahren vor Letizia Borghesi und Anina Attosalo, der Niederländerin Anneke Dijkstra, die hier noch 10. wird. Und damit zeigt sich auch von Platz 1 bis Platz 10 über eine Minute 15 der Rückstand. Also die Abstände gar nicht so klein. Da sind wir dann tatsächlich mal gespannt auf die detaillierte Gesamteinzelwertung. Misha Bredewold dürfte damit jetzt natürlich auch 2. sein in der Gesamtwertung hinter Ruth Winder. Und ihr Rückstand sollte so bei 2 Minuten und 10 Sekunden zu finden sein. Das wird dann morgen vielleicht nochmal ein heißer Kampf. Vielleicht sehen wir ja morgen das, was wir die ganze Woche noch nicht gesehen haben, nämlich das Team SD Works nochmal richtig mannschaftlich vereint von vorne fahren mit einem Generalangriff auf Ruth Winder und ihr Team Human Powered Health. Denn bislang hat sich das Team doch recht stark bedeckt gehalten, zurückgehalten. Sie waren immer so ein bisschen in der Defensive, haben es in den Finals versucht, das hat nicht ganz geklappt. Und man hat auch Stimmen gehört, dass sie gesagt haben, naja, warum sollen wir uns hier einspannen? Wir sind nicht die Mannschaft, die arbeiten muss. Also vielleicht haben sie noch was im Petto, vielleicht haben sie noch was im Köcher. Die Rundfahrt ist noch nicht vorbei. Es bleibt also wirklich spannend. Neue Führende nach diesen Einzelzeitfahren ist die vormals zweite der Auftaktetappe, Ruth Winder. Bredewold ist jetzt 2. Und die Frage ist jetzt, wer wird 3? Ja, hier sehen wir noch mal ein paar aufmunternde Worte. Gibt es da vom sportlichen Leiter, hier auf die Schultern klopft und ja, mit Marco van Pachtenbeke nochmal spricht über dieses Zeitfahren, über diese Etappe, nicht ihr Tag gewesen. Ja, und wir warten, ob wir vielleicht eine neue Gesamteinzelwertung zu sehen kriegen. Das wäre tatsächlich spannend. Denn dann wüssten wir, welche Mannschaften sich morgen noch wie stark auf welches Ziel fokussieren können. Wir schauen hier aber nochmal auf die Altstadt von Altenburg. Und auch auf diese kleine Insel hier. Ein kleiner Tierpark ist darauf. Also für die Kinder ein Ausflugsziel. Altenburg, ja, ganz im Osten des Freistaats Thüringen gelegen. Gestern waren wir mit Mühlhausen ganz weit westlich schon fast. In Hessen haben wir auch einen ganz kurzen Abstecher gemacht drüber. Und hier nochmal das Tagesergebnis. Bredewold vor Chapman mit 11 Sekunden Vorsprung. Dann Schweinberger mit 22 Sekunden. Ruth Winder 24 Sekunden. Da wäre sie fast noch 3. geworden.
Benito 1.09, Krag 1.12, Nivadoma 1.14, Borghesi 1.14, Achtosalo 1.14. Knappe Kiste. Und Dijkstra 1.15. Ja, schade auch, dass es nicht gereicht hat für die deutsche Mieke Kröger, unter die Top 10 zu kommen. Auch Franziska Brause mit Rang 14. Die beiden haben es leider nicht geschafft, hier vorne reinzufahren, hier heute ein Top-Ergebnis zu liefern. Wir hatten es auch gesehen, Mieke Kröger, sie musste ins Ziel rennen, hatte also technische Probleme auf den letzten Metern. Bis dahin ja, lief es eigentlich doch sehr gut, wenn wir nochmal auf die Zwischenzeit von ihr blicken. Dort war sie siebte an der Zwischenzeit. Und hier der Blick auf Mischa Bredewoll, die Tagessiegerin der fünften Etappe hier in Altenburg. Ja, und da kriegen wir sicherlich gleich mal zu hören, was sie zu sagen hat zu diesem Erfolg. Aber vorher darf sie sich natürlich noch ein bisschen die Anstrengung aus dem Gesicht wischen. Ja, möchte sich jetzt zum einen geht es natürlich auch gleich zur Siegerehrung. Zum anderen muss man sich ausfahren, schauen, dass man das Laktat wieder aus den Beinen bekommt, wieder fit machen für morgen. Wichtig auch für das Feeling und vor allem auch, um morgen wieder volle Leistung abrufen zu können. Nach so vielen Tagen Rennen am Stück, bei der Hitze, alle Speicher wieder auffüllen, den Körper runterkühlen nach so einem Zeitfahren, unter diesem Zeitfahrhelm, die langen Zeitfahranzüge, da stockt sich einfach die Hitze und da muss man sich heute wieder abkühlen. Ja, und wir schauen nochmal auf das, was heute los war. Hier kommen die Highlights dieser fünften Etappe, das Einzelzeitfahren also in Altenburg heute. Eine der ersten Fahrerinnen auf der Strecke, das war das Team Uno X mit Diederichsen. Und dann kam schon die starke Deutsche, dann kam Mieke Kröger, die eine neue Zwischenbestzeit abliefern konnte. Die deutsche Meisterin im Einzelzeitfahren war also sehr, sehr gut unterwegs. Hatte ja schon bei der Erfurt-Etappe eine tolle Soloflucht hingelegt. War da knapp 10, 15 Kilometer alleine vorne und hat unter Beweis gestellt, wie gut die Beine eigentlich sind. Heute also für sie die Stunde der Wahrheit. Einzelzeitfahren über 31,5 Kilometer. Und sie war im ersten Block gestartet und konnte dann auch relativ schnell die vor ihr liegende Fahrerin oder gestartete Fahrerin einholen. Dann aber leider ein sehr trauriges Finale. Sie kommt zu Fuß ins Ziel und wir sehen ihre Kette, die da wirklich sehr traurig von der Kurbel nach unten hängt. Die ist ihr in der letzten Kurve vom Rad gesprungen und dann musste sie leider absteigen. Einige Zeit später Christina Schweinberger im Ziel. Bei ihr reicht es heute mit 43 Minuten und 26 Sekunden für Tagesplatz 3. Aber nicht viel danach kam dann auch schon Brody Chapman mit einer neuen Bestzeit von 43,15 und dann nahm sie Platz im Hot Seat. Schaute skeptisch, wird es reichen, wird es nicht reichen? Sie wusste, mindestens eine richtig gute Fahrerin ist noch unterwegs und das war die Fahrerin mit der Startnummer 1, Mischa Bredewoldt. Und die hatte wirklich den ganz großen Gang aufgelegt. Sie war unterwegs im Tiefflug auf ihrer Specialized-Maschine, machte sie sich also auf, endlich den ersehnten Etappensieg für sich und auch für ihr Team SD Works Pro Time nach Hause zu fahren. Und das klappte ohne Zwischenfälle. Sie kam gut um alle Kurven und hatte dann im Ziel eine neue Bestzeit von 43,04. Also knapp an der 42,59 Marke vorbei. Sie gewinnt dieses Einzelzeitfahren als drittletzt gestartete Fahrerin und darf sich also feiern lassen. Aber auch hier eine ganz starke Performance von Ruth Winder. Die zweite der Gesamtwertung fährt extrem stark, sehr, sehr fokussiert und hatte ihre ärgsten Kontrahentin, nämlich Marco van Pachtenbeke, sehr schnell sehr viel Zeit abgenommen und am Ende des Tages reicht es tatsächlich noch für Tagesplatz 4 bei Ruth Winder. Sie kommt ins Ziel mit 43,28 und ist dann wirklich komplett leer, komplett ausgepumpt. Wird damit das gelbe Trikot übernehmen und Mischa Bredewoldt, die nimmt den Tagessieg mit, nimmt hier nochmal einen Schluck aus der Flasche
Und wenn wir jetzt hier auf die Siegerehrung warten, hören wir, dass Micha Bredewold jetzt tatsächlich langsam in Richtung Interview unterwegs ist. Dann sind wir schon mal ganz gespannt, was denn die Europameisterin im Straßenrennen sozusagen hat. Wie hat sie sich das Rennen eingeteilt? Wie war es heute? Wie schwer war dieser Sieg? Und wie erleichtert wird sie jetzt sein? Für sich persönlich natürlich und auch für ihre Mannschaft. Und vielleicht auch, was können wir von ihr noch erwarten? Morgen wird sie als Zweite in der Gesamtwertung an den Start gehen. Schauen wir mal, welche Fragen sie uns beantworten wird. Ein bisschen Zeit zum Luftholen hatte sie ja jetzt nach dem Zieleinlauf. Ein bisschen frisch gemacht wird sie sich auch haben. Wir sind gespannt, was die Tagessiegerin für Eindrücke von der Strecke mitgenommen hat. Ja, schöner Marktplatz hier in Altenburg. Schon viele Etappen, auch viele Finals dieser Rundfahrt haben hier stattgefunden. Ich erinnere mich gerne auch an den legendären Sieg von Katrin Hammes hier zurück. Die als meine Teamkollegin eigentlich ähnlich wie in diesem Jahr schon am ersten Tag so viel Vorsprung herausfahren konnte, dass auch der Zeitverlust im Einzelzeitfahren am Ende trotzdem nicht daran gehindert hat, mit dem gelben Trikot nach Hause zu fahren. Und jetzt hören wir Micha Bredewold und was sie zu ihrem Tagessieg heute zu sagen hat. So, Micha, the first win for your team, and I know your first TT you win in with style. Yeah, I mean, I've been working on this for years together with my trainer and with the team. Yeah, I mean, TTs on the pro level is really something else than at juniors. So I'm really happy that I take my first win now. And it's a little bit less pressure now on the team. So last year you dominate this tour, really. And this year, four stages, other teams win. Yeah, I mean, we were close. Yesterday I was really disappointed because I make a stupid mistake in the sprint and that was really a shame. Yeah, this first day we lost a lot of time. It will still be difficult to get that back, but we'll see. And yeah, I'm really happy to get the win, of course. And looking to tomorrow, you have a plan for tomorrow? Not yet. I mean, we have to see what GC is now and I think now I'm second, I guess. I'm not sure, but yeah, we'll see. Okay, then enjoy your first Pro TT win and yeah, congratulations. Thank you. Ja, sie freut sich und hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Es war tatsächlich ihr erster Sieg im Einzelzeitfahren bei den Profis. Also da hat sie sich lange darauf vorbereitet. Auch mit ihrem Trainer haben sie darauf hingearbeitet. Sie sagt, ja, to win a TT at the Pros, also ein Zeitfahren bei den Profis zu gewinnen, das ist noch eine ganz andere Nummer als bei den Junioren. Da lief das ganz gut. Jetzt hat es endlich geklappt, da ist der Knoten geplatzt und gestern war sie richtig stinkig auf sich selber. Hat sie einen Fehler gemacht in der Zielankunft, hätte sehr gerne dort gewonnen und damit ist das heute die große Versöhnung. Für morgen gibt es noch keinen Plan, aber ich bin mir sicher, Lars Boom, der ja selber auch Radprofi war, wird sich da was richtig Schönes ausdenken. Und ich finde auch, damit haben wir gute Chancen, dass das morgen nochmal richtig spannend wird. Es ist noch alles offen und auch wenn es noch knapp 2 Minuten sind, die sie zufahren müssen, verspricht das sehr viel Spannung. Und wir hören, wir kriegen noch mal ein Interview mit Ruth Binder, der neuen Gesamtführenden. So, is that your plan for today to do a time trial and finish at fourth and yeah, get the lead in the overall ranking? Yeah, I was really hoping to do a good TT today. I've been looking forward to it for a while. Okay, and have you a special plan for today? So you want to start it fast or what's the plan of for this stage? I knew I had to start fast if I had any hope of getting a good result. And in the last 10 kilometers, I was honestly just dying, trying to hold on to any speed that I had built up. But yeah, if you start too slow, you can't make up the time. So it just had to be fast from the go. And you had split times in your ear while the time trial? I actually don't prefer to hear split times. I just need to go as fast as I can go, yeah. And now the goal is to hold the jersey for tomorrow? Yeah, I would really love to bring the jersey home tomorrow. It's a big goal. So congrats for this stage, and we see us tomorrow, and hopefully in the yellow jersey. Yeah, thank you very much.
Ruth Binder, die neue Trägerin des gelben Trikots, wird es gleich überstreifen. Sie hatte gehofft, dass das so gut läuft. Sie ist schnell losgefahren, dann ist sie einfach schnell geblieben und sie sagt, I was dying in the last 10 kilometers, also am Ende, da war der Akku leer. Sie wäre am liebsten vom Rad gefallen, aber hat es bis ins Ziel geschafft. Und sie hat auch keine Zwischenzeiten im Ohr, das bevorzugt sie nicht. Also hat sie es einfach aus dem Bauch heraus durchgezogen. Das zeigt natürlich ihre starke Form und jetzt will sie das Ding auch nach Hause bringen. Morgen also vielleicht der ganz, ganz große Kampf. Ruth Binder mit ihrem Team Human Powered Health gegen den Rest, gegen die vermeintliche Macht des Teams SD Works Pro Time. Also da liegt einiges in der Luft. Eine Mannschaft muss angreifen, die andere muss verteidigen. Aber die Trägerin des gelben Trikots, die neue Trägerin des gelben Trikots, Ruth Binder aus den USA, hat eine Bombenform. Und das dürfte spannend werden, was das morgen wird. Ja, Lisa, wir haben ein tolles Zeitfahren gesehen. Jetzt sind alle Karten auf dem Tisch. Morgen nochmal das große Finale. Was erwartest du? Spannend war es erstmal heute, wirklich. Also große Überraschungen dabei, großes Rütteln an der Gesamtwertung. Und morgen, ja, ich denke schon, dass sich ein Angriff nochmal lohnen wird, die US-Amerikanerin unter Druck zu setzen, nochmal alles zu versuchen, ihr dieses Trikot nochmal wegzunehmen, also aus den Reihen SD Works. Erwarte ich da schon nochmal große Attacken und es wird auch viele geben, die noch immer einen Tagessieg nach Hause fahren möchten. Also, unsere klare Empfehlung an Sie, an euch zu Hause vor den Empfangsgeräten. Einfach wieder einschalten. Morgen sind wir um 14 Uhr wieder drauf. Entweder hier bei Sport im Osten live beim MDR oder auch gerne bei Eurosport und Discovery Plus. Wir werden dann wieder dabei sein und freuen uns auf das ganz große Finale, auf die Etappe Nummer 6 in Schmalkalden hier bei der Lotto Thüringen Ladies Tour. Für heute sagen wir Tschüss, Ciao und Adieu.